Dich geklickt und du bist jetzt weg. Deswegen, falls du noch Bock hast, schick mal eine Anfrage und dann komm hoch. Ja, Leute, der war wirklich süß, ja. Der war wirklich süß. Also beide waren süß. Also die beiden, die gerade hier waren, die waren wirklich sehr, sehr süß. Und das sieht einfach, man sieht einfach, dass Gott auch die jüngeren Generationen erreicht oder erreichen möchte, weißt du? Sowas ist wirklich sehr, sehr stark. Ich wünschte, ich würde Jesus kennen, als ich noch so jung war, wirklich. Also ich wünschte, weil Leute, ihr wisst genau, wie die Beziehung mit Jesus Christus ist. Jesus ist einfach, ja, alles, was man braucht. So. Okay, die Person ist weg. Oder? Hallo? Hallo. Achso, hallo. Salam Aleikum Salam. Wie kann ich dir helfen? Danke. Bruder, eine Frage habe ich auf jeden Fall. Und zwar, Frage ist, einen Moment. Okay, so. Ja. Eine Sache kann ich dir sagen. Du sagst ja, Jesus ist Gott, ne? Eine Frage. Du, ist Jesus gestorben? Hallo? Ist Jesus Bei gestorben? dir ist im Hintergrund ist so ein Lärm. Ja, Nein, jetzt nein, höre ich nein, dich besser. bei dir, mein Bruder. Ist er bei euch Okay, gestorben? Hast du fragst mich, ob Jesus gestorben ist, ja? ja. Okay, was denkst du, was glaube ich? Erzähl mal, was denkst du? Ich bin ein Christ. Ich denke, Glaubst dass du du? glaubst, dass Jesus Gott ist, dass Gott auf diese Welt gekommen ist, um, also was ich weiß, dass er sich, sag mal, wie sagt man, geopfert hat für die Menschen und deren Sünden. Okay, Und ja. das heißt, du hast gerade deine eigene Frage beantwortet, richtig? Nein, 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 nein. Ja, okay, auch, ja, schon eigentlich schon. Auf jeden Fall, darf ich Richtig. dir was sagen? Kann ein Gott sterben? Nee, ein Gott kann nicht sterben. Okay, eine Frage. Können Engel sterben? Gott ist in der Lage, Engel zu töten. Das kann er Ja, machen. Ja. Gott ist in der Lage, aber bei euch kann ein Engel sterben? Wenn Gott will, kann ein Engel sterben. Ja, das kann er. Ja, wenn Gott will, aber kann ein Engel jetzt sterben, sag mal so. Ich will nur eine Antwort, bitte. Wenn Gott will, kann ein Engel sterben. Ja, also in der Bibel habe ich jetzt gerade kein Beispiel im Kopf, dass ein Engel gestorben ist. Aber wenn Gott will, Guck dass mal. ein Engel stirbt, kann ein Guck mal, Engel sterben. ja, aber das Ding ist, was ich von euch auch weiß, ein Engel kann nicht sterben, denn es ist eine Seele und eine Seele kann nicht sterben. Wie soll dann Gott sterben, wenn es Jesus ist? Nummer eins. Ne? Nummer zwei, wenn Jesus Gott wäre, warum haben die Menschen den dann gefragt, wann der Tag des Auferstehung ist? Und er wusste nicht mal und meinte, der Allergrößte weiß, wer Gott, wann der Tag des jüngsten Gerichts ist. Ne? Und drittens ist meine letzte Frage. Du kennst doch die 10 Gebote, ne? Von Moses, ne? Also bei uns heißt ja Musa alayhis salam. Was hat Moses gebracht von 10 Gebote und was war der allererste Gebot? Okay. 4500 Jahren vor Christus. Was war allererste Gebot? War, es gibt nur einen Gott. Wie kann 500 Jahre später oder 400 Jahre später einen anderen Gott geben oder auf einmal, dass Jesus Gott ist? Okay, ich beantworte deine Fragen hintenrum, okay? Also ich beantworte erstmal die Frage mit den 10 Geboten, danach beantworte ich die Frage mit dem jüngsten Tag und dann beantworte Alles ich gut. die Frage mit dem Sterben, okay? Mhm. Okay, Nummer eins, wenn du schon die 10 Gebote von Mose erwähnt hast, ja, du willst ja damit sagen, dass die Christen falsch liegen, richtig? Was? Du hast jetzt die 10 Gebote Mose erwähnt, richtig? Ja, also nicht die 10 Gebote, nur ein Ding Ja, eigentlich, aber ja. du hast den ersten Gebot erwähnt und so weiter und so fort. Okay, korrekt. Ja, genau. Kannst du mir bitte die 10 Gebote aus dem Koran zeigen? Die kenne ich leider nicht, sag ich ehrlich. Ja, aber sind diese 10 Gebote im Koran auch drin? Also, ich habe nur gelesen, dass Gott Regeln runtergeschickt hat, ne? Aber sonst weiß ich nicht, also sonst weiß ich ja nicht so über diese 10 Geboten. Sonst kenne ich irgendwas Okay. anderes. Ich könnte mit mir über irgendwas anderes debattieren, aber über sowas nicht so. Okay, Quran. das heißt, dein eigenes Argument funktioniert gegen dich. Also, wieso benutzt du ein Nein, nein, Argument, nein, was nein. gegen dich funktioniert? Also, Das ist kein Argument. Das ist ja du kein zitierst, Argument. Ich sage dir nur ganz Fakten. kurz, Ich sage dir ja ganz nur kurz. Fakten. Das ist ein Unterschied. Okay. Guck mal, wieso redest du dazwischen? Soll ich antworten oder soll ich nicht antworten?
Und dann kannst du aber, dann kannst du auch richtig vorsagen und nicht genau. sagen, dass ein Argument ist, weil ein Argument ist was anderes. Okay, also du hast die 10 Gebote erwähnt, ja, du hast mich gefragt, was ist das erste Gebot, ja, du sollst keinen anderen Gott neben Yahweh haben. Erstens, dein Gott ist nicht mal Yahweh, das ist Punkt Nummer 1. Zweitens, Sabbat ist nicht mal im Koran. Drittens, die 10 Gebote sind nicht im Koran. Also wieso zitierst du ein, wieso zitierst du ein Gebot, was du nicht hältst? Nein, ich sag's dir, ich habe ja gerade eben auch gesagt, ich weiß es nicht, ob es überhaupt da drin steht, weil ich habe es bis jetzt selber nicht mal einmal gelesen, aber also im Kein Koran Problem. Alles gut. Alles gesehen, gut. Sag mal. Das Ding ist, es steht ja bei euch in der Bibel und nicht mal einmal stand irgendwas anderes, dass zum Beispiel Jesus kommen wird oder was weiß alles ich. Gut, alles gut, alles aber gut. Was ich weiß, ich aber warte, aber was ich weiß ist, dass es gesagt wurde, zum Beispiel bei uns wurde gesagt, dass es bald einen Prophet geben wird, was weiß ich, sein Name bei uns Isa a.s., ne? Und bei euch weiß ich nicht, wie es gesagt wurde. Ich habe verstanden. Lass uns mal bitte jetzt die Punkte abarbeiten, okay? Weil ich möchte schnell die nächsten Gäste nehmen, okay? So, ja, wir haben gesehen, das dritte Argument funktioniert gegen dich. Also du bist selber durchgefallen. So. Also, wie bin ich durchgefallen? Okay. Punkt Nummer 2, du hast... Aber nein, deswegen, ich habe dir eine Frage gestellt und ja, du lass mich kannst doch antworten. Mal antworten und sagst du mir die ganze Zeit, du hast gegen dich, sag mal, alleine geschossen. Ja, okay. Lass mich bitte antworten. Ja. Wenn du jetzt noch dazwischen bist, muss ich dich rausnehmen. Okay. Alles Punkt gut. Nummer 2, du hast mich gefragt, warum, wenn Jesus Gott ist, wieso wusste er nicht den letzten Tag richtig? Ja, warum? Okay. Wo, was ist die Bibelstelle, die du zitiert hast? Weißt du das? Nee, das hab... Okay, kein Problem. Das heißt, du bist unvorbereitet, ist okay. Jetzt bist du Kaffee trinken, weil du schnell googeln musst, aber du kannst wieder zurückkommen. Ist kein Problem, ich sage dir das. Komm einfach wieder zurück, okay. Das ist in Markus Kapitel 13, Vers 32, okay? So. Bitte, ja. Markus Kapitel 13, Vers 32, so. Kurz vorher, also zwei Sätze vorher, hat Jesus gesagt, dass er eigene Engel hat, ja, und dass er mit den Engeln kommen wird, um zu richten. Glaubst du, dass Jesus eigene Engel besitzt, ja oder nein? Nein. Nein, okay, wieso zitierst du dann einen Jesus, der behauptet, eigene Engel zu haben? Nein, ich sag ja, was ihr sagt. Das habe ich zitiert. Ich habe nicht gesagt, was ich gesagt habe oder was richtig. Im Koran steht. Ich sag ja, was ihr gesagt habt. Das ist ja das Unterschied. Okay, du sagst, was wir sagen, richtig. Und das, was wir auch sagen, ist ja, dass dieser Jesus eigene Engel hat. Deswegen, wieso zitierst du uns, wenn du eh nicht mit uns einverstanden bist? Wie soll Jesus einen eigenen Engel haben? Wenn er Gott ist, wie soll er auf einmal eigene Engel haben? Okay, hat Allah keinen Engel? Alle Engel richtig. Hat Allah keinen Engel? Allah hat Engel, aber das ist ein Gott. Okay, ey, guck mal. Sieht einen Menschen als Gott. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Du bist leider, also, ich weiß nicht was, also deine Logik ist andersrum. Ich weiß nicht, du denkst, glaube ich, andersrum. Du denkst spiegelverkehrt, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber... weiter mit dir zu reden, ist einfach Zeitverschwendung. So. Oh Mann. Was geht, Bruder? Mein sagt Gottes Segen, hi. Gottes Segen, mein Bruder, ja. Hörst du mich gut? Ja, ich fahre gerade Auto. Ja, bei dir ist ein Unterpunkt. Ja, warte, ich mach gleich. Ey, was ein täglicher Wahnsinn, ne? Wie kann man das aushalten, was die hier bringen? Bruder, das ist sogar traurig, Alter. Das ist traurig, Alter. Bruder, als ob IQ über 50 haram ist. Wie kann man solche Argumente bringen? Wie kann man sich vorher nicht damit wenigstens befassen? Wenigstens gucken, wo das steht, damit man sich nicht blamiert. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Also, sie geben sich nicht mal Mühe, um sich damit zu beschäftigen. Weißt du? Sie denken, kommen mit dieser 0815 Argumente und denken, die sind gekommen und müssen wieder lügen. Das ist sehr, sehr schade. Damit blamieren sie mich nur sehr. Boah, Bruder, bei dir frisch laut. Ja. Frisch laut bei dir. Okay, Bruder, alles gut. Gottes Segen, ne? Danke, dass du mich hochholst. Ich komme mal später, wenn Ruhe ist. Ja, genau, Gottes komm, Segen. Na, danke, ciao. Ciao. Okay. Hallo? Shalom, hallo, lieber Mensa, Gott segne dich. Und ich wollte nur sagen, pass, sei vorsichtig, nicht, dass du gesperrt wirst wegen dieser Jungen, diese Jüngeren, diese Muslime, die Jungen. Ich weiß, ich würde die fragen am besten, wie alt die sind, aber so umgedreht. Nicht, dass dein
dass dein Account oder so gesperrt wird. Also das will ich jetzt Ja. natürlich auch nicht. Genau, Ich hoffe, es ja. geht dir gut. Mir geht's bestens, mir geht's bestens. Ich hoffe dir auch. Ja, wir sind sehr gesegnet, aber es geht nicht darum, dass Gott Jesus Christus, dass wir ihn nur loben und preisen, wenn es uns gut geht, sondern auch, wenn es uns schlecht geht. Und ja, dieser eine da, der hat, ich verstehe auch nicht, ich will jetzt nichts Böses oder so nahe kommen, aber ich verstehe auch nicht, was er damit meinte, wieso er dann überhaupt nach den Engeln gefragt hat, wenn ihn das nicht interessiert, also ganz ehrlich. Aber du hast viel Geduld, Bruder, wie der Bruder Flex, und ihr macht das gut, ja. Gottes Segen für euch. Dankeschön, lieber Möge Gott, Schwester. der Herr Jesus Christus, dich weiterhin segnen und gesund behalten und deine Familie auch. Und möge er dich weiterhin nutzen als Werkzeug und auch mit Liebe und viel Geduld, weil das braucht man bei vielen. Amen, Amen, lieber Schwester. Möge er dich ebenfalls segnen. Ja, möge er dich ebenfalls beschützen. Und ich danke dir für deine Worte. Ja, wirklich sehr ermutigend. Der Herr sei mit dir. Okay, Bruder, bis dann. Ciao. Bis dann, Bruder. Ja, Schwester. Ciao, ciao. So. Oh Mann, Mann. Ja, wenn man zu oft Bruder, Bruder hört und Bruder sagt, dann irgendwann, man sagt sogar zu Frauen Bruder. Oh Mann, ja. Hallo? Ja, hallo. Wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend. Eine Frage. Wie alt bist du denn? Ich bin 13, ich habe eine Frage an dich. Leute, hier steht doch 18 plus. Ist es ab 18? Ja, okay, es interessiert mir ein Scheißdreck. Okay, wie heißt du? Scheiß Amma. Danke, dass du da warst. So. Ah, Mann, 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 Mann. Hallo? Guten Abend. Abend. Was geht? Was geht? Ach, alles gut, Alhamdulillah, und selber. Auch ja. Alhamdulillah, Amen. Jesus. Also ist das eigentlich, ist das dein einziger Punkt hier? Er war kein Muslim? Oder hast du noch ein paar andere Punkte? Nee, ich habe auch andere Punkte. Erzähl mal einen. Zum Beispiel das, was ganz groß und fett geschrieben wurde, dass er Gott ist. Wo? Du kannst doch lesen, oder? Jesus Gott, Philippa 2, 5 bis 11. Wie ist denn genau der genaue Wortlaut dort in dem Vers? Da heißt es, wir sollen so sein wie Jesus Christus. Ja, wir sollen uns demütigen, weil Jesus ist Gott. Ja, er ist Gott gleich, nämlich dem Vater gleich, aber trotzdem hat er sich erniedrigt und wurde ein Mensch und hat gedient und war sogar gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und genau deswegen hat ihn Gott wieder erhöht, auf dass unter dem Namen Jesus Christus jede Zunge oder jede Knie sich beugt und jede Zunge bekennt, dass er Herr ist, zur Ehre Gottes Vaters, steht da. Okay, irgendwie höre ich jetzt zwei Widersprüche raus. Ja. Also zum einen sagt er, lies mal nochmal langsam den Vers bitte. Ich habe nicht gelesen, das war aus dem Kopf, aber sag mal den Widerspruch, weil scheinbar hast du das ja notiert. Ich habe mir halt nicht notiert, weil du hast das ja so schnell gesagt, ich habe die nur zwei kurz rausgehört. Und Okay. zwar, dass Gott, also eins war auf jeden Fall, dass Gott ihn wieder erhebt. Richtig. Also, ja, also ist er dann nicht selber Gott, wenn ihn Gott doch erhebt. Ich glaube, als ich geredet habe, habe ich etwas vom Vater erzählt. Ja, ich denke, ich habe mehrmals erwähnt, dass wir an einen Gott glauben, der dreieinig ist und dass Jesus nur der Sohn ist. Ja, und dass der Sohn Also ist Mensch er wurde nur und der das. Sohn. Also ist er nur der Sohn. Richtig. Was heißt nur der Sohn? Du hast so gerade gesagt, er ist nur der Sohn. Ja, um zu sagen, dass er nicht der Vater ist, das stimmt, ja. Also ist er nicht Gott. Nicht nur der Vater ist Gott, sondern der Sohn ist ebenfalls Gott. Deswegen steht hier, Jesus ist Gott. Also gibt es zwei Götter. Es gibt einen Gott, der in drei verschiedenen Personen existiert. Das nennt man Dreieinigkeit. Mir ist das schon klar, ja. Aber du hast ja gerade selber gesagt, er ist Gott und der Sohn ist auch Gott. Und du sagst, es ist derselbe Gott in derselben Person. Das habe ich gesagt, ja. Okay. Nee, ich frage dich, ob ich das gesagt habe. Bitte? Ich frage dich, ob ich gesagt habe, dass Jesus derselbe Gott ist in derselben Person wie der Vater. Habe ich das wirklich gesagt oder hast du das einfach nur so gesagt? Du hast das danach gesagt auch. Also Sicher, erst hast du gesagt, das ist Gott. Danach hast du gesagt, ja, ist aber derselbe in derselben Person. habe ich nicht Also gesagt. Ich habe gesagt, er ist der Gott in Sohn. drei Personen, hast du gesagt. Das ist derselbe Gott in drei Personen, hast du gesagt. Habe ich nicht gesagt, aber okay. Erzähl mal weiter.
Dann meintest du was mit Gehorsam? Also lies mal noch mal den Vers vor, also aus dem Kopf hast du Ja, ich den, habe ja. gesagt, er war gehorsam, sogar bis zum Tod am Kreuz. Sag mal noch mal den ganzen Vers noch mal. Oh, Leute, ich will meine Zeit nicht verschwenden. Weißt du, ich könnte jetzt meinen Laptop anmachen, aber ich weiß, das wird eine Zeitverschwendung sein. Deswegen sag mal bitte dein Argument. Was ist dein Argument? Mein Argument ist, ich habe das jetzt nicht im Kopf, ich glaube, das war Matthäus 29, Vers 13. Und er, Jesus, fiel auf sein Angesicht nieder und betete. Das heißt, er hat sich selber angebetet, oder wie soll ich das verstehen? Er hat den Vater angebetet. Also hat er sich selber angebetet. Er ist nicht der Vater. Zum 10. Mal, er ist nicht der Aber Vater. du sagst doch, dass derselbe Gott in drei verschiedenen Personen. Richtig, und der Sohn und der Vater sind nicht dieselben Personen. Hä, du merkst doch selber, dass das ein Widerspruch ist. Ich bitte dich. Monster, hörst du mich? Ich höre dich. Danke, dass du da warst. So. Mann, 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 Mann. So, der nächste Gast kommt, aber das lädt viel zu lange gerade. Mann, 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 Mann. Hallo Anas, bist du da oder nicht? Wenn nicht, muss ich jetzt rausnehmen. Okay, das dauert mir viel zu lange. So. Ey, wirklich, ich halte das nicht mehr aus. Leute, ihr merkt selber, ne? Ihr merkt selber, das ist einfach nur noch, das quillt, das ist qualvoll einfach, immer wieder die gleichen Sachen zu hören. Das ist einfach nur noch qualvoll. Schönen guten Abend, Bruder Mensch. Wunderschönen guten Abend, Gottes Bruder. Segen, der Friede Gottes sei mit dir. Mit dir ebenfalls, Bruder. Was ich sagen wollte vorhin mit den Muslimen. Du brauchst keine Angst haben, verstehst du? Ich habe Weil, keine Angst. ja, nee, jetzt so, weil die da so Mist schreiben und so, die kleinen Kinder direkt rausschmeißen, so wie die eben gesagt hat, die Schwester. Und vor allen Dingen, sei dir bewusst, dass wir im Gebet dich unterstützen. Ja, das wollte ich dir nur sagen. Danke, mein Okay. Bruder. Danke, mein Bruder. Ja, Friede Gottes sei mit dir, mein Bruder. Ich Mit bin Gottes Segen, Bruder. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao. Hallo? 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 Oh Mann. Oh. Grüß dich, Bruder. Hörst du mich? Ich höre dich, Bruder. Wie kann ich dir helfen, mein Bester? Bruder, ich wollte nur eine Bitte habe ich an dich. Und zwar, könntest du Werbung machen vielleicht für die Debatte von Daniel mit Tauhid? Werbung? Ja, Ja. so, ja, okay, ja. Leute, ich denke, ihr wisst ja alle Bescheid. Es ist am 11., oder? Ja, am 11.11. um 20 Uhr auf Debatten.tv auf YouTube. Genau, Leute, ihr habt gehört, also am 11.11., ich glaube, das ist nächste Woche, Samstag, ne, genau. gibt's eine Debatte zwischen Daniel, strenggläubig, und Tauhid, Witzfigur. Und die debattieren darüber, ob Jesus gekreuzigt wurde, glaube ich. Und ja, ich denke, das ist klar, wie es ausgehen wird. Aber ihr könnt nochmal selber zugucken, wie Tauhid auf jeden Fall auseinandergenommen wird, weil als Moslem so eine Debatte anzunehmen, das ist einfach nur noch, ja. Ja. Ich bin echt gespannt, Bruder. Ich bin echt gespannt, was die Argumente erbringen wird. Also. Genau. Und Leute, das findet auf YouTube statt, im Kanal von Debatten-TV. Also wichtig, nicht auf TikTok, sondern YouTube, im Kanal von Debatten-TV. Am 11.11. um 20 Uhr. Genau. Dankeschön, Bruder. Gerne, mein Gottes Bester. Segen dir und mach weiter so. Du machst gute Arbeit, Bruder. Dankeschön. Ja, Gott segne dich auch. Mach's gut, ciao. Ciao. Ja, Leute, also ihr wisst, ich bin gerade mal, ich glaube, ich bin heute jetzt seit halbe Stunde live, ja. Ich habe, ich glaube, sechs, sieben Gespräche geführt bis jetzt. Ja, da kamen zwei Muslime, also guck mal, ungelogen, die zwei Muslime, die kamen, ja, die irgendwie irgendwelche komischen Fragen gestellt haben, ungelogen, die zwei Kinder, die am Anfang reingekommen sind, haben sogar besser argumentiert als diese zwei Witzfiguren. Ihr habt gemerkt, oder? Vorhin kamen zwei Kinder rein, ungelogen, diese zwei Kinder. Ja, einer war Muslim, einer war Christ. Diese zwei Kinder haben besser argumentiert als die letzten zwei Muslime, die gerade hochgekommen sind.
Und das ist traurig. Das ist so etwas, das ist einfach nur traurig. Das zeigt einfach nur, wie tief sie gesunken sind. Ja, das ist so traurig einfach. Ja, ich fühle mich wirklich unterfordert manchmal. Ja, wenn mir jedes Mal die gleichen Fragen gestellt werden, jedes Mal die gleichen Fragen, jedes Mal. Ja, und oh Mann, das ist einfach schade. Auf jeden Fall, liebe Leute, 300 Leute hier drinne. Ich bin mir sicher, hier sind nicht nur Muslime, hier sind nicht nur Christen, sondern auch Muslime und vielleicht auch Atheisten. Der Grund, warum ich hier streame, ist nicht, um euch zu provozieren, ja, sondern ich möchte, dass ihr gerettet werdet, ja. Ich möchte, dass ihr Jesus erkennt, ne? Alle Christen hier drinne, die Jesus wirklich kennen, wissen genau, was ich meine. Jesus ist ein Gott, der uns liebt. Jesus ist ein Gott, der uns nicht im Stich lässt. Jesus ist ein Gott, der für dich sorgt. Jesus ist ein Gott, der dir ewiges Leben schenken möchte, kostenlos. Jesus ist nicht wie Allah. Allah ist ein Gott, ja, der nur redet und redet und redet und nichts tut. Ja, Allah ist ja gar kein Gott überhaupt. Er ist ein falscher Gott. Ja, Allah sagt über sich, er ist ein Listenschmied. Aber Jesus sagt über sich, er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Ja, Jesus sagte auch, dass er gekommen ist, um dir ewiges Leben zu schenken. Er sagte, dass der Dieb oder der Dieb kam, um zu stehlen, um zu zerstören und um zu töten. Aber er ist gekommen, damit du ewiges Leben hast. Ja, Leben in Überfluss. Ja, das ist Jesus. Er bietet dir ewiges Leben an. Allah bietet dir ein Paradies mit Huren an. Nun frag dich mal, wer von diesen beiden will dich verführen? Wer von den beiden will, dass du wirklich Frieden hast? Will, dass du wirklich Leben hast? Und wer von den beiden will dich einfach nur verführen, damit du unnötig dein Leben für ihn verschwendest? Ja, ein wahrer Gott muss nicht verführen mit Frauen. So etwas ist eine Blasphemie für den echten Gott. Okay? Der echte Gott will, dass du Frieden hast. Der echte Gott will, dass du lebst, dass du ewiges Leben hast. Ja, der echte Gott will dich erquicken. Er will dir beistehen. Er will dich trösten. Ja, er will dich verändern. Er will dich von deinen Sünden retten. Ja, und das sind alles, was Satan nicht will. Und genau deswegen hat Satan die Religion Islam erschaffen, um Menschen von dem echten Gott wegzuführen. Und wir wurden im Galater 1 davor gewarnt, dass Satan das Evangelium Gottes verdrehen wird. Und es ist sehr, sehr schade, dass liebe Muslime, die wirklich herzensgute Menschen sind, dass sie sich in so eine Lüge verfangen lassen. Aber ich bin hier, um dir zu sagen, dass Jesus in der Lage ist, um dich zu retten. Jesus sagt im Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, derjenige, den der Sohn frei macht, ist wirklich frei. Jesus ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Alles, was du machen musst, ist, dass du zu ihm umkehrst, dass du betest und dass du ihn um Vergebung bittest und er wird dir vergeben. Seine Arme sind offen. Du musst einfach nur zu ihm umkehren. Okay? So, ich nehme jetzt schnell einen Gast an und dann rede ich weiter. Ach so, Nadja, oh. Wie geht's, Nadja? Hi, mir geht's gut und dir? Ah, mir auch, ja. Ich wollte nur kurz hochkommen, um dich zu fragen. Also das Ding ist, ich bekomme sehr viele DMs von Moslems, die mir immer sagen, ja, beweis mir, dass Christentum die richtige Religion ist und dann konvertiere ich und so. Und ich weiß halt nicht, wie ich als Christin da vorangehen soll. Also ob ich das ignorieren soll oder ob ich denen wirklich das Evangelium preachen soll, weil man nie weiß, was die für eine Intention haben. Ja, das Ding ist, bei manchen, also man merkt oft, die wollen nur diskutieren. Okay, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, beweis mir, dass Christentum wahr ist, ja, ich predige einmal das Evangelium, ich sage, Jesus ist das, aber dann merkst du direkt, dann kommt so eine Rückfrage, ja, und dann merkst du, okay, diese Person ist nicht da, um die Wahrheit zu hören, ja, du bist auch nicht verpflichtet, jede Frage zu beantworten, du bist nur verpflichtet, ihm zu sagen, warum Jesus, ja, ich nehme Jesus an, weil er für mich gestorben ist und weil ich einen Retter brauche. Mehr nicht. Na, wenn diese Person dann anfängt zu spotten oder anfängt, so sinnlos Fragen zu stellen, sagst du, okay, danke, dass du da warst. Okay. Weil manchmal ist es wirklich Energieverschwendung. Es gibt manche Leute, die wollen wirklich, also ich habe wirklich gestern und ich glaube am Samstag Muslime gehabt, die wirklich, wirklich mit mir reden wollten, die wirklich die Wahrheit hören wollten, weißt du, die wirklich verstehen wollten, was Christentum ist. Und das merkt man und in dem Fall, natürlich rede ich mit denen. Ne, aber wenn jetzt jemand hochkommt und sagt, ja, wie kann Gott 3 in 1 sein und wie funktioniert das und bla 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 bla, dann ey, tut mir leid. Also? Okay, also theoretisch geht es nicht mal darum, dass ich so mit externen Beweisen komme, von wegen, dass die Bibel an sich ein sehr, sehr
wahrhaftiges Buch ist, sondern ich soll dir einfach nur das Evangelium von Jesus preachen. Das richtig, ist schon okay. Richtig, das reicht komplett aus. Also, wenn du das Evangelium preachst, ja, hast du deine Aufgabe getan. Okay. Ob die Person das annimmt oder nicht, ist ihnen überlassen. Also du bist nicht verpflichtet, irgendwelchen historischen Belege zu geben, du bist nicht verpflichtet, irgendwelchen wissenschaftlichen Belege zu geben, und weißt du, es reicht einfach nur, wenn du das Evangelium gibst und ob diese Person erkennt oder erkennt, dass sie oder er einen Erlöser braucht oder nicht, das ist nicht dir überlassen, sondern am Ende des Tages, es gibt Menschen, du kannst denen zeigen, was du willst, die werden dir trotzdem nicht glauben, weißt du? Am Ende des Tages ist es wirklich der Heilige Geist, der die Augen und die Herzen dieser Menschen öffnet und dafür sorgt, dass sie Jesus erkennen. Und deine Aufgabe ist es, oder unsere Aufgabe ist es einfach nur, die Menschen zu sagen, wer Jesus ist. Und das war's. Okay, also, dankeschön. Gerne, ja. Okay, schön live noch, ne? Dankeschön, Gott segne dich, ja. Gott segne dich. Mach mal weiter so, ja, ich sehe deine Lives, du bist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Dankeschön, Gott segne dich. Gott segne dich. So. Hallo? Hallo? Ich hab eine Frage. Bitte? Und zwar, es gibt ja so zwei Arten. Also die einen sagen, Jesus ist Sohn Gottes und die anderen sagen, also ihr sagt hier, Jesus ist Gott. Warum ist es falsch, dass Jesus Sohn Gottes ist? Oder ich check das nicht ganz. Okay, also diese Frage wurde heute schon gestellt, aber ist egal, ich antworte, vielleicht wärst du mal nicht drin. Aber ich antworte mal so, indem ich die Fragen stelle, okay? Okay, kannst du dich wieder entstummen? Weil ich möchte die Fragen stellen. Genau. Kannst du dich wieder entstummen? Warte, ich gehe noch kurz raus. Ja, genau, geh mal raus und dann komm wieder rein einfach. Hallo, Priska. Genau. Ich höre dich, ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir, Mensa? Mir auch, ja. Mir geht's blendend. Ich habe nur richtig Hunger, aber ich würde nicht essen. Das wird schon sagen. Amen. Ich wollte der Nadia antworten. Und zwar, ich weiß, es kann mega anstrengend sein. Es kann mega, mega anstrengend sein, wenn man DMs bekommt, jedes Mal von, du weißt mir, dass Jesus Gott ist, dies, das. Und ja, manchmal hat man, es gibt Tage, da hat man echt keine Lust, aber ich denke, das ist ja das, worauf Gott uns vorbereiten möchte. Also diese Attacken jedes Mal von Muslimen beispielsweise, auch von Atheisten, dass wir jeden Tag, auch wenn wir vielleicht keine Kraft haben, keine Lust haben, dass wir immer wieder das Evangelium preachen, weil ich finde auch, vor allem wir Christen, die auch mal in der Welt waren, sollten wir den Leuten die Chance geben. Im Endeffekt, was sie daraus machen, ist jedem selbst überlassen. Aber dass sie mal die Chance haben, das Evangelium gehört zu haben. Auch wenn die jeden Tag Christen attackieren und immer wieder, ja, beweisen wollen, dass das Christentum nicht die Wahrheit ist. Aber safe, irgendwann mal, ich kann mir das so gut vorstellen, sitzen Muslime da zu Hause und denken sich so, die hat mir jetzt, die hat ja zum Beispiel das und das gesagt, so, die denken darüber nach, wisst ihr, was ich meine? Ich zum Beispiel, mein Freund ist zwar nicht mein Zeugnis, wer weiß, eines Tages kann er davon erzählen, er war auch Moslem, wir haben jeden Tag diskutiert und wir sind seit 6 Jahren zusammen. Wir haben jeden Tag diskutiert und heutzutage, he is in love with Jesus, wisst ihr, he is in love. Er ist ein Christ jetzt und ich danke Gott, dass er mir die Kraft gegeben hat, wirklich. Das ist so, was heißt, die Credits gehen nicht an mich, so, ne? Also Gott ist auf jeden Fall die Number One. Aber ich danke Gott, dass er mir die Kraft gegeben hat, jeden Tag, jedes Mal mit ihm diese Kraft gehabt zu haben, zu diskutieren und das Evangelium gepreacht zu haben. Weil das Ergebnis daraus ist einfach jetzt, dass er jetzt ein Christ ist. Checkt ihr? Oder checkst du, Mensa? Deshalb, an jeden Christen, ach ja, Schatz, an jeden Christen, ich weiß, es ist mega, mega anstrengend. Ich meine, es gibt ja auch Christen, die laufen draußen, Schatz, warte, die laufen draußen auch rum, der Straße und preachen, werden angegriffen, werden angespuckt. In Amerika werden die ins Gefängnis gesteckt, allein nur, weil die das Wort gepreacht haben und das hält die nicht auf. Also warum sollten wir, auch wenn wir dumme DMs bekommen,
und sagen, ey, ich habe eigentlich gar keine Lust. Check dir oder checkst du, was ich meine, Mensa? Ja, richtig stark, ja, richtig starkes Zeugnis. Genau, das wollte ich einfach nur mal sagen. Dankeschön, dass du mich hochgebracht hast. Und Gottes Segen, ne? Gottes Segen dir auch, ja, nicht zu danken, nicht zu danken. Alle Ehre dem Herrn. Amen, Amen. Das war stark auf jeden Fall. So, hallo? Hallo, es hat gerade geleckt, weil ich wurde angerufen und dann leckt es auch so rum. Das ist ganz schlimm. Okay, kannst du nochmal, also wie, okay, wie vorhin? Genau, also deine Frage war ja, ne, wieso sagen wir einmal, dass Jesus Gott ist, aber dann gleichzeitig, dass er der Sohn Gottes ist, richtig? Ja. Genau, du musst dir so vorstellen, ja. Du hast ja einen Vater, ich habe auch einen Vater, ne? Ja. Und du als Sohn, du hast ja genau die gleiche Natur wie dein Vater, richtig? Ja. Also das heißt, wenn dein Vater Mensch ist, dann bist du ja auch von Natur aus was? Ja, genau. Mensch. Das heißt, wenn Jesus der Sohn Gottes ist, was ist er von Natur aus? Gott. Richtig. Und deswegen sagen wir, Jesus ist Gott. Aber das heißt nicht, dass er die einzige Person ist, die Gott ist, sondern der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott. Und weil der Vater einen Geist hat, ist der Geist ebenfalls Gott. Ja, und deswegen. Also gibt es zwei Götter oder wie? Nee, nee, deswegen wollte ich gerade sagen, also wir glauben an eine Dreieinigkeit. Es gibt einen Gott, aber dieser Gott ist so komplex, ja, man kann ihn mit nichts vergleichen und er existiert in drei verschiedenen Personen und ist aber ein Wesen. Ah, okay, ja, passt. Ja, das wollte ich wissen noch. Gerne. Gott segne dich. Ja, dich auch. Ciao, ciao. Schönen Abend noch. Sehr schön, danke, ciao. So, Leute, ich habe richtig Hunger, ja, wirklich. Ich werde jetzt einfach nebenbei essen. Ihr kennt mich ja eh, dass ich immer nebenbei esse und schmatze und alles oben dran. Aber ja, also falls die Muslime hier haben, ihr könnt gerne, wie gesagt, Anfragen schicken, hochkommen oder ihr könnt eure Fragen stellen. Ansonsten, wenn wir auch Christen haben, die Fragen haben, ihr könnt auch einfach hochkommen oder die Fragen in den Kommentaren stellen. Ja, falls ihr Zeugnisse teilen wollt, könnt ihr gerne hochkommen und eure Zeugnisse teilen. Dankeschön, Zlatko, und danke an alle anderen. Also, wir machen heute Freestyle. Ja. Wenn ich irgendeine Bibelstelle erklären soll, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren schreiben. Dann vielleicht, wenn ich kann, werde ich auch darauf antworten. Ich bin jetzt ein bisschen nebenbei. Dankeschön, Alessio. Gott segne dich. Danke euch alle. Ja, Leute, let's go. Worüber sollen wir heute reden? Welche Bibelstelle? Erzähl mal. Muslime stellen ja immer die gleichen Fragen. Ne? Gibt es eine Frage von Muslimen, die ihr nicht beantworten könnt? Dankeschön, Nadja. Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Boah, ich habe das gerade nicht im Kopf. Was steht da ungefähr? Römer 10, Vers 6. Boah, Leute, jetzt kommt ihr aber mit den Episteln, die ich leider nicht alles im Kopf habe. Was? Also ist Muslim bedeutet Gott ergeben. Also Leute, ich bin gerade nicht am Laptop, deswegen komm bitte mit Bibelstellen, die jeder im Kopf hat. Weil ich kann jetzt nicht nachgucken, es sei denn, ihr kommt hoch und erzählt mir. Johannes 17, Vers 3. Ja, ich denke, Johannes 17, Vers 3 ist eine schöne Stelle, da können wir hingehen. Johannes 17, Vers 3. Also, Johannes 17, Vers 3, da heißt es, da spricht Jesus, ja, da spricht Jesus. Und sagt folgendes, Jesus sagt in seinen Gebeten, auf dass sie dich, ne, den allein wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also Jesus hat in seinem Gebet gesprochen und gesagt, das ist ewiges Leben, ja, dass sie dich, also Jesus spricht gerade zu Gott und er sagt, das ist ewiges Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und Muslime sagen dann, okay, guck mal, Jesus hat doch klipp und klar gesagt, dass der Vater der allein wahre Gott ist. Ja, und wenn der Vater der allein wahre Gott ist, dann ist ja Jesus automatisch nicht Gott. Na, ihr kennt ja dieses Argument. Ne? Und das ist wirklich ein sehr, sehr billiges Argument. Warum ist es ein billiges Argument? Weil erstens, Jesus hat nicht gesagt, ja, Vater, du allein bist der einzig wahre Gott. Sondern alles, was Jesus gesagt hat, ist, dass er den Vater als etwas identifiziert hat. Ja? Jesus hat den Vater als den allein wahren Gott identifiziert. Ja? Guck mal, was hätte Jesus sagen sollen? Jesus hätte zwei Sachen sagen können. Ja? Jesus hätte erstens sagen können, dass sie dich, den falschen Gott, erkennen. Und Jesus, den du gesandt hast. Jesus hätte so sagen können. Oder Jesus hätte auch sagen können,
dass sie dich, einer von vielen Göttern, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ne? Oder Jesus hätte sagen können, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen, den du gesandt hast. Also drei Sachen hätte Jesus sagen können. Entweder du bist der falsche Gott, oder du bist einer von vielen Göttern, oder du bist der allein wahre Gott. Ne? Und weil Jesus ja weise ist, hat er natürlich die beste Option genommen und gesagt, du bist der allein wahre Gott. Ne? So, nur weil Jesus aber gesagt hat, dass der Vater der allein wahre Gott ist, schließt es nicht aus, dass Jesus ebenfalls der allein wahre Gott ist. Warum? Weil Jesus und der allein wahre Gott, nämlich der Vater, sie sind ja eins. Verstehst du? Jesus hat gebetet, als er auf die Erde war, als Mensch. Ne? Und er hat zu dem Vater gesprochen und zu dem Vater gesagt, du bist der allein wahre Gott. Er hat gesagt, der Vater ist etwas. Und direkt danach, ja, zwei Verse danach, hat er sogar gesagt, dass er die gleiche Herrlichkeit hatte mit dem allein wahren Gott, bevor die Welt begann. Nun, wenn jemand zu dir sagt, erstens, er hat die gleiche Herrlichkeit wie der allein wahre Gott, was sagt dir das? Das bedeutet, dass auch er der allein wahre Gott ist. Warum? Weil der allein wahre Gott hat eine Herrlichkeit, die niemand anderes hat. Okay, ihr müsst nur Jesaja Kapitel 48 lesen, im Jesaja Kapitel 48, Vers 11. Jesaja Kapitel 48, Vers 11. Nochmal, Jesaja Kapitel 48, Vers 11. Da sagt Gott, meine Ehre teile ich mit niemandem. Okay? Jesaja Kapitel 48, Vers 11. Da hat der allein wahre Gott gesprochen und gesagt, dass er seine Ehre mit niemandem teilt. So, das heißt, wenn Jesus dann sagt, Vater, gib mir die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt begann, dann will Jesus damit sagen, dass auch er der allein wahre Gott ist. Sonst hätte Gott ja gelogen. Richtig? Richtig. Abgesehen davon hat Jesus im gleichen Kapitel sogar gesagt, dass alles, was Gott gehört, auch ihm gehört. Und das steht im Vers 11. Das steht im Vers 11. Nun, ich habe zwei Herausforderungen an jeden Moslem hier drin. Erstens, zeig mir einen Moslem. Oder wenn du dich traust als Moslem, komm einfach hoch und sage jetzt vor 300 Menschen, dass alles, was Allah gehört, auch dir gehört. Wenn du dich traust, komm jetzt hoch. Ich fordere jeden Moslem ich fordere euch heraus. 300 Menschen sind wir hier drin. Ich bin mir sicher, hier gibt es mindestens 10 Muslime. Ein Moslem soll jetzt hochkommen und sagen, dass alles, was Allah gehört, auch ihm gehört. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Ein Moslem soll jetzt hier hochkommen und sagen, dass er die gleiche Herrlichkeit hat wie Allah. Punkt Nummer 3. Ein Moslem soll jetzt hier hochkommen und sagen, dass Allah sein Vater ist. Das sind drei Herausforderungen, die ich jetzt an alle Muslime hier drinnen gestellt habe. Welcher Muslim traut sich? Komm hoch und sag uns, dass du die gleiche Herrlichkeit hast wie Allah. Sag uns, dass alles, was Allah gehört, auch dir gehört. Und sag uns, dass Allah dein Vater ist. Komm hoch und erzähl uns das. Und dann werde ich das auf jeden Fall posten, damit alle anderen Muslime das sehen. Und dich dann für einen Jahil erklären. Die werden dich als ein, Schirk, genau, Schirk. Schirk. Ne, komm hoch und geselle dich selber Allah bei. Trau dich. Und wenn sich keiner hier traut, dann kommt nie wieder mit dieses billige Argument von Johannes 17, Vers 3. Okay? Wenn du dich nicht traust, dann komm bitte nie wieder mit Johannes 17, Vers 3. Aber wenn du dich traust, komm hoch und sage uns, dass du der Sohn von Allah bist. Sage uns, dass alles, was Allah gehört, auch dir gehört. Und sage uns, dass du die gleiche Herrlichkeit wie Allah hast, bevor die Welt begann. Okay? Ich warte jetzt 2 Minuten. Nicht Christen, Philipp, nicht Christen, sondern Muslime sollen hochkommen. Philipp, du bist ein Christ. Ich warte auf Muslime. Muslime sollen jetzt hochkommen und das sagen. Mal gucken, ich warte jetzt 2 Minuten. Bitte gib es hier Muslimen für die Diskussion. Ja, klar. Ich warte auf die Muslime, ich warte 2 Minuten. Wir haben 300 Leute hier drin. Ich bin mir sicher, wir haben mindestens 10 Muslime hier. Ein einziger Muslim soll hochkommen und das sagen.
Einen einzigen. Bitte, ich warte. Okay, Daimler, traut sich. Hallo, grüß Daimler. Dich. Grüß dich. Sag mal deinen Namen, damit jeder weiß, wer du bist. Du bist Daimler, richtig? Ja, Daimler. Okay, möchtest du die Herausforderung annehmen? Warte, gib mir kurz einen Moment, warte. Oh, Dicker, guck mal, wenn ihr kommt, bitte bereitet euch vor. Bist du jetzt bereit? Bro, chill mal, ganz ruhig, Digga. Ich muss meine AirPods anschließen an Kabel. Also bitte, ein bisschen Geduld, ein bisschen Nächstenliebe zeigen, Cousin. Okay, tut mir leid. Alles gut. Na, also versteh mich nicht falsch. Letztlich, worauf du gesagt hast, was du gesagt hast, ich verstehe, worauf du da hinaus willst, im Sinne, weil ich das Daimler, ich will nicht diskutieren. Ich habe eine Herausforderung gestellt. Das ist keine Herausforderung. Bist du bereit? Das ist keine Herausforderung. Das ist keine Herausforderung. Daimler, entweder kannst du runtergehen oder du kannst meine Herausforderung annehmen. Möchtest du die annehmen? Nein, aber am Ende heißt es, Muslime haben Angst. Und jetzt ist der Beweis, wir haben keine Angst. Also, okay. Lügen. Okay, du hast keine Angst. Okay, dann stelle ich dir die Herausforderung. Das hat nichts mit Angst zu tun. Es ist einfach lächerlich zu sagen, Muslime haben keine. Guck mal, Mensa, nein, guck mal, warte mal. Ganz kurz, bevor du mich kickst und ich krieg das nicht. Okay. Letztlich willst du auf etwas hinaus, was nicht einem Muslim zuzusprechen ist. Deswegen verstehe ich nicht, was der Sinn dahinter Ganzen sein soll. So. Ich verstehe, dass man das in das christlich übertragen kann, mit alles, was Gott gehört, mir, pipapo. Aber Bro, du weißt, was eine Herausforderung ist. Das ist keine Herausforderung. Das ist eine Aufforderung. Du forderst auf zu etwas, was die Menschen nicht tun wollen. Und wenn sie es dann nicht tun, dann sagst du Feiglinge. Hä? Nee, will ich nicht. Auf keinen Fall. Soll ich mich nochmal erklären? Mach, aber es ist. Okay, ich erkläre dir, okay? Okay, erstens, du hast recht. Das ist keine Herausforderung, sondern das ist vielleicht eine Aufforderung. Tut mir leid, mein Deutsch ist nicht so gut, okay? So. Dann ist es eben eine Aufforderung, ja? So, das Problem ist ja, dass ihr Muslime, ihr bringt ja gerne Johannes 17, Vers 3, richtig? Um zu beweisen, und dass ihr... Unter anderem. Okay, unter anderem. Aber wir fokussieren uns jetzt auf Johannes 17, Vers 3, okay? Mhm. So, wenn du nicht glaubst, oder wenn du denkst, dass Johannes 17, Vers 3 lehrt, dass Jesus nicht Gott ist, ja, dann will ich dich fragen, traust du dich zu sagen, dass du der Sohn Gottes bist? Nein. Nein, okay. Traust du dich zu sagen, dass du die gleiche Herrlichkeit hattest wie Allah, bevor die Welt begann? Nein. Traust du dich zu sagen, dass alles, was Allah gehört, auch dir gehört? Nein. Okay, aber wieso hat sich Jesus das getraut? Es ist letztlich, was man ihnen zugesprochen hatte. Ob es stimmt oder nicht, ist ja eine andere Sache. Ne? Okay, das sind okay. Ja Sachen, die Juden angeblich behauptet haben, dass Jesus von sich aus gesagt hätte, er wäre Gottes Sohn, etc. Okay. Aber... okay, dann ich frage dich. Wir nehmen an, es würde stimmen. Glaubst du, dass es bedeuten würde, dass Jesus damit sagen wollte, dass er Gott ist? Nein. Deswegen haben wir ja Verse wie Johannes 17,3 zum Beispiel. Nein. Wenn wir uns das Alte Testament angucken, Hör mal zu. Wir nehmen an, es stimmt. Wir nehmen an, es stimmt, dass Jesus gesagt hat, er hat die gleiche Herrlichkeit wie Gott. Wir nehmen an, es stimmt, dass Jesus gesagt hat, er ist der Sohn Gottes. Wir nehmen an, es stimmt, dass Jesus gesagt hat, alles, was Gott gehört, gehört auch ihm. Glaubst du, dass diese Aussagen bedeutet, dass entweder Jesus gelogen hat oder dass er wahrhaftig Gott ist? Ja oder nein? Wenn er nur das gesagt hätte, dann könnte man das schon denken, ja. Okay. Aber Jesus hat ja nicht nur das gesagt, ne? Es gibt auch noch andere Verse, die halt wiederum was anderes sagen, dass er nichts von sich aus tun kann, etc., etc. Wenn ich jetzt zum Beispiel lese, ich und der Vater sind eins, könnte man auch denken, oh mein Gott, das ist ein ganz klarer Beweis, Jesus muss Gott sein. Okay. Aber dann wissen wir ja wieder in einem anderen Vers, dass gesagt wird, dass er und die Jünger eins sein sollen. Somit, wir wissen ja, die Jünger waren nicht Gott. Diesbezüglich kann man dann sagen, okay, man darf das nicht eindeutig verstehen, sondern man muss den ganzen Kontext, man muss sich das ganze Leben von Jesus angucken, um überhaupt zu verstehen, wer er war. Also, okay, richtig. Guck mal, Daimler, ich mag dich, weil du bist ein Korrekter. Ich merke, du bist respektvoll. Ja, natürlich. Deswegen, ich gehe mit dir auf diese Diskussion ein. Ich mache dir sogar ein Angebot. Soll ich auf die Punkte eingehen, die du gebracht hast? Ja, wieso nicht? Du hast ja zum Beispiel gesagt, dass Jesus gesagt hat, ich kann nichts aus mir selbst tun, richtig? Zum Beispiel, ja.
Okay, weißt du, was er direkt danach gesagt hat? Erklär mal. Also es ist besser, wenn du es direkt sagst, bevor ich was heute sage. Er hat direkt danach gesagt, er tut alles, was Gott tut, in gleicher Weise. Nun, meine Frage ist, gibt es irgendjemand, der das tun kann, was Allah tut, in gleicher Weise? Ja oder nein? Lass mich bitte nachdenken, bevor ich was Falsches sage. Mach das. Aber prinzipiell würde ich sagen, nein. Weil niemand Gott gleich ist. Und die Wunder, die letztlich entstanden sind, waren letztlich durch Gott. Deswegen nein. Okay. Das heißt, Jesus hat entweder gelogen oder er hat behauptet, Gott zu sein. Richtig? Ja. Dankeschön. Aber nein, aber warte, du hattest diese ganze Debatte doch, also dieses Thema doch schon mit Islam verstanden, wo er dann meinte, ja, aber es wird eine Zeit geben, wo falsche Propheten kommen werden, die auch Wunder bewirken werden. Deswegen ist das doch kein Argument. Das hattest du doch schon mit Islam verstanden. Das mit Islam verstanden, ich weiß nicht, ob du auch im Stream warst, aber Islam verstanden hat leider nicht das ganze Video gepostet, weil wir haben mindestens 15 Minuten geredet und ich habe ihn eigentlich auseinandergenommen, aber er traut sich leider nicht zu posten. Guck mal, ich erkläre dir, wie das war. Okay, soll ich das machen? Ja, bitte, also ich habe nichts dagegen jetzt. Okay, an dem Tag, zu der Zeit, habe ich mich gut mit Tauhid verstanden. Tauhid war oft bei mir drin, ich war oft bei ihm drin, okay? Okay. Und dann war ich einmal bei ihm, also ich bin einfach als Zuhörer in seinen Stream reingegangen und er hat mir eine Anfrage geschickt und ich war gerade in der Küche. Mhm. Und ich habe die Anfrage angenommen und er war mit Islamverstand zusammen oben, okay? Und zu der damaligen Zeit, Islamverstand und ich haben uns auch gut verstanden. Und das war eigentlich eine ganz lockere Unterhaltung. Das war nicht meine Debatte, sondern wir haben einfach ganz locker geredet. Und guck mal, soll ich dir sagen, warum ich ihm sogar Recht gegeben habe? Ja. Ich habe ihm Recht gegeben, weil ich nicht so eine Debatte provozieren wollte. Ja, ich habe ihm sogar gesagt, jo, da ist was dran, weil ich wollte nicht diese Spannung aufbauen. Ich wollte einfach, dass alles locker ist. Okay? Ja. Aber wir haben dann weiter geredet und wir haben mehrere Punkte gesprochen. Und ich habe ihn die ganze Zeit widerlegt. Wir haben über Johannes 1 gesprochen, ich habe ihn widerlegt. Wir haben über Jakobus 1 gesprochen, da habe ich ihn widerlegt. Ich habe ihm eine Frage gestellt, er konnte nicht antworten. Dann kam sogar Hamdi und hat, überleg mal, ich war alleine drinne mit Tauhid, mit Hamdi und mit Islamverstand. So. Ja. Und irgendwann bin ich rausgegangen, das war eigentlich alles cool. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich die Debatte mit Tauhid gepostet. Und komischerweise, direkt danach hat Islamverstand dieses Video gepostet, was er gepostet hat. Okay. Und Daimler, guck dir mal das Video an, nachdem ich ihn geantwortet habe, nachdem ich gesagt habe, du hast recht. Weißt du, was er gesagt hat? Er meinte, Mensa, du bist... Ich doch, du bist einer der Korrekten, oder nicht? Richtig, das hat er gesagt. Doch, den Kommentar hatte ich gelesen, ja, den habe ich gelesen. Richtig, und er hat das weggeschnitten und sogar mit Musik überspielt, damit man das nicht hört. Und ich habe ihm gesagt, guck mal, Islamverstand, wenn du schon das Video postest, poste doch einfach die anderen Abschnitte wenigstens, damit jeder sieht, wie sehr du mich widerlegt hast. Aber das macht er nicht. Warum? Weil er ganz genau weiß, was ich mit ihm gemacht habe. Aber ist okay. Ich wollte dir jetzt einfach nur so ein Feedback geben. Ich check. Ich wollte darauf nicht hinaus, mäßig, du wurdest also auf was Schlechtes hinaus, sondern mir ist nur gerade in den Kopf eingefallen, dass ihr da schon mal darüber gesprochen hattet und weißt du? Okay. Aber prinzipiell. Ja. Guck mal, ich widerlege jetzt das Video, okay, was er gesagt hat. Ich widerlege jetzt. Ich hätte sogar da widerlegen können, aber habe ich nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, ich wollte keine Spannung aufbauen. Auf jeden Fall, ich hatte gesagt, ja, dass Jesus Wunder tun kann und diese Wunder beweisen, dass er Gott ist. Und dann hat er 5. Mose Kapitel 13 zitiert, ja, weil 5. Mose Kapitel 13 besagt, dass auch falsche Propheten Wunder tun können. Ne? Und das hat er ja zitiert und ich meinte, okay, du hast recht. Ne? Mhm. Aber was ich nicht gesagt habe, weil ich keine Debatte provozieren wollte, ist, dass Jesus von Gott bestätigt wurde. Gott selber hat Jesus vorher bestätigt. Und auch Johannes der Täufer hat Jesus bestätigt. Das heißt, wenn Gott selber Johannes bestätigt hat und wenn Gott selber Jesus bestätigt hat als seinen Sohn und wenn Johannes der Täufer Jesus bestätigt hat und wenn dann Jesus anfängt, diese Wunder zu tun, dann solltest du daran glauben. Und das ist ja genau das, was Jesus gesagt hat im Johannes Kapitel 5, Vers 30, wo er gesagt hat, es sind zwei, die von mir zeugen. Kannst du dich noch erinnern? Es sind zwei, die von mir zeugen? Richtig, lies einfach Johannes Kapitel 5, Vers 30. Ja? Und dann lies mal bis Vers 32. Jesus hat gesagt, es sind zwei, die von mir zeugen, ne, nämlich Gott und Johannes der Täufer.
Aber ich habe zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel ein, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber ich hatte zum Beispiel ein Gespräch mit jemandem, der auch zum Beispiel als Argument gebracht hat, es werden drei sein, die Zeugnis ablegen. Nee, es sind drei, auf die man taufen soll. Und da meinte jemand, ja, aber das ist kein Argument, weil das ist ein hinzugefügter Vers, weißt du? Und mäßig kann denn auch sein, so mäßig, ist das ein hinzugefügter Vers? Also du redest von Koma Johannim, also das hat nichts mit dem Thema zu tun, aber ich kann gerne darauf antworten. Also Koma Johannim ist auf jeden Fall, es gehört nicht zu den ältesten Manuskripten, das stimmt, okay. Sondern es kam viel, viel später. Okay. Es gibt Leute, die glauben, dass es irgendwie früher drinne war und dann irgendwie verloren gegangen ist und dann später wieder reinkam und so weiter und so fort. Aber meines Erachtens nach ist es auf jeden Fall ein späterer Manuskript. Ob es ursprünglich drinne gehört, das kann ich nicht sagen. Also ich habe mich da... Okay. Nicht so tief damit beschäftigt. Aber ja, stimmt, dass es keine frühen Manuskripte gibt dafür. Okay. Ja, wenn es jetzt nicht zum Thema gepasst hat, dann war es mein Fehler. Ich wollte jetzt nicht ablegen, ohne dich unterbrechen. Ja, alles gut. Aber also, damit du weißt, ich will euch nicht provozieren oder so, sondern ich wollte einfach nur sagen, kommunizieren, dass Johannes 17, Vers 3, wenn man bis Vers 5 liest, dann beweist es auf jeden Fall, dass Jesus behauptet hat, Gott zu sein. Aber das Problem ist ja, dass sich viele nur auf Vers 3 fokussieren, weißt du, und dann ist es halt das Problem. Ich check. Aber prinzipiell versucht man da auch das große Ganze zu sehen. Also solch einer wie ich versucht zum Beispiel das Ganze, sagen wir mal, aus einer unreligiösen Sache zu sehen, der aber Agnostiker, die sagen, es gibt einen Schöpfer, aber welche Religion zuzuordnen ist, weiß man noch nicht. Und dann denke ich mir, Gott selber hat Propheten entsandt, so die Wunder bewirken sollten und Gottes Botschaft verkünden sollten, ohne dass die Menschen Gott sehen. Also sie sollten an Gott glauben, ohne ihn zu sehen, weißt du? Mhm. Und dann macht es für mich einfach zum Beispiel keinen Sinn, warum Jesus Gott ist, weißt du? Weil, oder, weißt du? So, das ist so ein Widerspruch für mich. Okay, das heißt, du schließt aus, dass Gott sich jemals zeigen wird, ja? Jemals nicht, aber nicht auf dieser Welt, nein. Also er würde jetzt nicht einfach sich mir entblößen auf dieser Welt, nein. Aber woanders oder was? Naja, also durch Wunder oder so würde er seine Existenz beweisen, aber durch das Erscheinen selber würde er jetzt nicht, sich offenbaren. Und selber zeigen, daran glauben wir Muslime, dass es im Paradies passiert, dass da Gott seinen Schleier ablegt. Okay, aber was ist der Unterschied, dass Gott sich im Paradies zeigt und dass er sich hier zeigt? Weil letztlich an Gott zu glauben ist ja auch eine Prüfung, die dazu bringt, ins Paradies zu bringen, aber wenn die Prüfung schon vorbei ist, das ist wie wenn du die Lösungen für eine Klausur bekommst, nachdem die Klausur vorbei ist, weißt du? So da bringt dir das alles nichts mehr, weißt du? Okay, dein Argument, weshalb du ausschließt, dass Gott sich hier gezeigt hat, ist nicht, weil er das nicht kann, sondern weil du sagst, dass es hier eine Prüfung ist und dass er deshalb nicht macht, richtig? Genau, weil Gott hat jahrzehntelang nach diesem Prinzip gelehrt, gelebt und, also nicht gelebt, aber so mäßig gesprochen. So, warum auf einmal seine Meinung ändern, weißt du? Okay, das heißt, du glaubst schon, dass wenn Gott wollte, könnte er sich hier und jetzt zeigen. Ja, natürlich, das wäre ja sonst ein Widerspruch gegen seine Allmächtigkeit, ne? Okay, korrekt. Ja, dann korrekt. Das halte ich fest. Aber der Unterschied ist halt, wie gesagt, dass Gott ja in der Bibel mehrmals gesagt hat oder dass er sich in der Bibel mehrmals gezeigt hat. Ja, und so mit dem Busch und so? Nicht nur da, also im Busch und auch als Mensch hat er sich mehrmals gezeigt. Er hat sich in eine Wolkensäule gezeigt und weißt du, also mehrmals einfach. Ja, also prinzipiell so dieses Aufdenken so von Gott, das haben ja Propheten miterlebt durch Prophezeiungen. Durch, wie heißt das Wort? Fällt mir gerade nicht ein. Nicht Träume. Auf jeden Fall Propheten hat er sich ja offenbart so. Aber ich selber weiß ja, ich bin jetzt kein Prophet, so weißt du, deswegen ist auch ein Grund, warum ich daran. Wenn ich jetzt ein Prophet von Gott auserwählt wäre, dann würde ich das natürlich von mir behaupten. Okay. Ja, korrekt. Ich werde jetzt die nächsten Gäste annehmen, aber ich wollte auf jeden Fall. Entspannt, alles klar. Alles ja, klar. Korrekt, dass du da warst. Ja, du bist auf jeden Fall immer korrekt. Immer gern. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Dir auch, mein Bester. Bis dann. Ciao. So, ja. Das war auf jeden Fall ein cooler Typ. Ja. Deswegen Respekt. Ich mag es, wenn jemand korrekt ist. So.
Boah, ich wollte jetzt gerade jemanden rannehmen, aber das dauert wieder so lange. Lil Sayo, vielleicht musst du wieder rausgehen und später wieder reinkommen. Aber es dauert gerade zu lange. Deswegen habe ich jetzt dich weggemacht, aber wenn du hochkommen willst, schick mal nochmal eine Anfrage. Weil es hat gerade, ich weiß nicht, ob es was mit deinem Internet zu tun hatte, keine Ahnung. So, ey, und derjenige, den ich jetzt gerade entnehmen wollte, ist jetzt rausgegangen. Naja, okay. So, auf jeden Fall, Leute, Johannes 17, Vers 3, ja, beweist, Johannes 17, Vers 3, ich wiederhole mich, beweist, dass Jesus Gott ist. Johannes 17, Vers 3, ich rede nicht mal vom Vers 5, ich rede auch nicht vom Vers 1, sondern Johannes 17, Vers 3 alleine beweist sogar, dass Jesus Gott ist. Ja, warum? Weil Jesus gesagt hat, das ist ewiges Leben. Warte mal, hier kommt ein Gast, warte. Hallo? Hallo? Oh, nee, oder? Wie alt bist du? Du bist sehr, sehr jung, deswegen muss ich das leider rausnehmen, ja? Okay. Aber danke, dass du da warst, korrekt. Ja, bitte. Guck mal, Leute hier drinnen, ja? Es ist ab 18. Ab 18. Also du musst mindestens 18 Jahre alt sein, damit du hochkommen kannst. Weil wenn nicht, werde ich gesperrt. Ja, wenn ich gesperrt werde, gibt es keine Streams mehr mit mir. Und das möchte ich nicht, sondern ich möchte gerne weiter Streams machen. Alles gut, Serkan, alles gut. Aber ich sag das jetzt für die Nächsten einfach. Ja, wenn du unter 18 bist und du hast eine Frage, du kannst gerne deine Frage in den Kommentaren stellen, okay? Und wenn ich sehe, werde ich beantworten. Aber erstens, wenn ich dich hochnehme und du bist nicht 18, erstens werde ich entweder gesperrt, ne? Oder zweitens würde es dann heißen, Mensa redet nur mit Kindern, weißt du? Und deswegen, ich will keinen Stress, sondern ich will einfach meinen Frieden haben. Ich will einfach weiter meine Streams machen und so weiter. So, Morten sagt, was sagt er? Der Vater ist der allein wahre Gott und Jesus wurde gesandt. Okay, schön. Interessant. Du hast leider nicht genug Follower, sonst hätte ich dich jetzt hochgeholt, aber okay. Wo steht was in der Bibel? Wo steht in der Bibel, dass Jesus behauptet hat, dass er Gott ist? Oh Mann, ja, Leute, bitte. Komm mal mit neuen Argumenten, bitte, bitte. Ist ein Jude Gott? Guck mal jetzt, was für Fragen, ja? Ist ein Jude Gott? Mann. Hallo? Ey, Leute, was ist hier los, ja? Du schickst eine Anfrage, ich nehme an, dann gehst du wieder raus. Warum? Ja, ich würde dich annehmen, wenn du 18 bist, wenn du, genau, 18 bist. Danke für deine Arbeit, Bruder. Ich danke dir, Bruder. Also alle Ehre dem Herrn, ja. Alle Ehre dem Herrn. Der Herr soll hier verherrlicht werden. Und es ist mir eine Ehre, von dem Herrn genutzt zu werden. Und wenn der Herr mich nutzen kann, dann kann er auch dich nutzen. Er kann jeden hier nutzen, damit wir unsere muslimischen Mitbürger endlich ins Reich Gottes hineinführen. Weil wir wollen nicht, dass Muslime in die Hölle gehen. Ja, ich habe muslimische Freunde. Ja, ich liebe sie. Muslime, ich weiß, wie sie sind. Muslime sind wirklich korrekte Menschen, ungelogen. Wenn es sogar darum geht, wenn es um Gastfreundlichkeit geht. Glaub mir, Afrikaner sind die Schlimmsten, okay? Ich sage das, weil ich selber Afrikaner bin. Ja, Deutsche sind auch die Schlimmsten, wenn es um Gastfreundschaft geht. Muslime sind die krassesten gastfreundschaftlichen Menschen, die ich je kennengelernt habe. Ohne Spaß. Wenn du zu einem Moslem nach Hause gehst, ja, ihr wisst selber, du kommst niemals hungrig wieder raus. Muslime werden dich zwingen, bei denen zu essen. Ja, Afrikaner werden ihr Essen verstecken, wenn du da bist. Nein, war Spaß, aber ey. Spaß, ja, Spaß beiseite. Ja, aber Fakt ist, Muslime sind wirklich herzensgute Menschen, ungelogen. Ja, das heißt, wenn ich hier über Muslime rede, dann will ich sie nicht attackieren, persönlich oder menschlich, nee. Sondern es geht darum, dass Muslime, die ja gute Menschen sind, es geht darum, dass sie leider an den falschen Gott glauben. Ja, sie haben leider Gottes die falsche Religion angenommen. Ja, und das tut mir weh, weil Muslime, allein wenn man sieht, wie Muslime Allah anbeten, das zeigt, wie viel Ehrfurcht sie haben vor deren Gott. Ja, das zeigt, wie gottesfürchtig die sind. Und wenn Muslime
diese Ehrfurcht, was sie für Allah haben, wenn sie diesen Gottesfurcht, was sie für Allah haben, für den echten Gott anwenden würden. Ja, glaub mir. Ja, glaub mir, dann wären wir viel, viel weiter nach vorne. Und das sieht man zum Beispiel bei Amir Ex-Muslim. Man sieht, wie er gerade brennt für Jesus Christus. Ja, dieser Ex-Muslim Amir, er war früher ein Muslim. Ja, ich weiß nicht, wie er als Muslim war, aber Fakt ist, man sieht, mit was für einer Leidenschaft er jetzt Jesus Christus dient. Und das, genau das Gleiche beobachte ich bei vielen Ex-Muslimen. Die haben so eine krasse Leidenschaft für Jesus Christus, das ist nicht normal. Ja, und mein Wunsch ist, dass diese Muslime, ja, dass alle anderen Muslime genau diese gleiche Leidenschaft für den echten Gott, ja, für den echten Gott, Yahweh, diesen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass sie ihn erkennen. Und das ist ja genau das, was Jesus gesagt hat im Johannes 17, Vers 3. Dass sie dich erkennen, den allein wahren Gott. Und nicht ohne, sondern Jesus hat gesagt, sie sollen dich, Vater, den allein wahren Gott und Jesus erkennen, den du gesandt hast. Das heißt, Jesus hat gesagt, ewiges Leben ist nicht einfach nur den Vater zu kennen. Ja, deswegen meinte ich, dass dieser Vers beweist, dass Jesus Gott ist. Warum? Weil Jesus meinte, ewiges Leben ist es, Gott, den allein wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus. Warum Jesus Christus? Weil Jesus Christus im Vers 5 genau die gleiche Herrlichkeit hat wie der Vater. Das bedeutet automatisch, dass auch Jesus der allein wahre Gott ist. Warum? Weil er und der Vater und der Geist, sie haben die gleiche Herrlichkeit, Leute. Und das ist die Antwort. Aber wenn ihr diesen Vers immer wieder aus dem Kontext liest und ihr nicht mal versteht, was dieser Vers bedeutet, ja, dann werdet ihr leider verloren gehen. Aber wenn du wirklich ewiges Leben haben möchtest, ja, Jesus hat klipp und klar gesagt, ewiges Leben ist es, den Vater zu kennen und ihn, Jesus Christus, den der Vater gesandt hat. Warum? Weil der Sohn Gottes hat die gleiche Herrlichkeit im Vers 5 wie der Vater. Ja, das ist die Antwort. Okay? Und deswegen, liebe Muslime, bitte, 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 rettet eure Seelen, weil Allah kann euch nicht retten. Der Koran kann euch nicht retten. Ja, Mohammed kann euch nicht retten. Mohammed konnte nicht mal sich selber retten. Okay, Jibril kann euch nicht retten. Ja, und danke an die Leute, die mir Geschenke geben. Ich vergesse oft, mich zu bedanken. Aber ich danke euch alle wirklich vom Herzen. Ja, ihr müsst mir gar keine Geschenke geben. Ich mache das hier wirklich aus dem Herzen. Aber wenn ihr mir Geschenke gebt, dann wirklich danke. Und wenn ich vergesse, danke zu sagen, tut mir leid. Ja, ich bedanke mich trotzdem. Sogar wenn ich nicht danke sage, wisst ihr, dass ich mich bedanke. Weil manchmal, wenn man am Reden ist, man vergisst, man sieht nicht mal, wenn ihr was schickt. Ja, deswegen. Aber wirklich danke euch alle. Der Herr segne euch alle. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade war. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes ist Gott von Natur aus. Und Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und Nadja, nee, ich habe noch nicht mal angefangen zu essen. Ich stehe immer noch neben meinem Essen. Ich mache gleich warm. Deswegen, wenn jemand Bock hat, du kannst gerne hochkommen, ja, dann kannst du so lange reden und dann esse ich nebenbei. Also Nadja, wenn du willst, kannst du hochkommen. Mami, ich sehe, du bist auch hier drin, wenn du willst, kannst du auch hochkommen. Linze, du kannst auch gerne hochkommen, wenn ihr Bock habt. Ja, und dann könnt ihr reden und dann esse ich so lange nebenbei. Wenn nicht, dann können Muslime gerne hochkommen und mir Fragen stellen oder was auch immer. Dann werde ich einfach weiter verhungern. So. Siebe sagt, hab ein paar Argumente, Bruder, die ich bekommen habe. Welche Argumente, Bruder? Erzähl mal. Debatte unter, nee, ich meine nicht Debatte unter Christen, sondern ihr könnt ja gerne hochkommen und einfach das Evangelium teilen, weißt du? Nicht debattieren, sondern das Evangelium, die rettende Botschaft, mitteilen. So. Mensa, was sagst du dazu, ob Frauen predigen sollen oder nicht? Frauen können predigen, ja? Hör mal zu, also lass mich zu Ende reden, bitte, lass mich zu Ende reden. Im Gemeindenkontext, wenn Männer da sind, dann sollen Frauen nicht leiten. Okay, sondern die Männer haben die Funktion bekommen, in der Gemeinde zu lehren und zu predigen. Aber außerhalb der Gemeinde, ja, ich meine, eine Frau ist auch in der Lage, draußen über Jesus zu predigen. Aber innerhalb der Gemeinde, ja, soll der Mann diese Autorität behalten. Der Mann soll in der Gemeinde predigen, die Frau soll lieber nicht predigen in der Gemeinde, weil Gott
hat nicht Frauen diese Aufgabe gegeben, sondern Gott hat Männer diese Aufgabe gegeben. Und was viele vergessen ist, dass viele, guck mal Leute, ihr denkt, dass in der Gemeinde predigen oder ein Pastor sein, ihr denkt, das ist einfach. Das ist nicht einfach, Leute, das ist eine Last. Ne? Und der Grund, warum Gott diese Aufgabe den Männern überlassen hat, ist, weil Gott die Frauen nicht belasten möchte. Das ist eigentlich etwas Gutes für die Frauen. Das ist etwas Positives für die Frauen. Die Männer sollen diejenigen sein, die die Last tragen, nicht die Frauen. Okay? Und deswegen hat Gott gesagt, predigen in der Gemeinde, lehren in der Gemeinde, sollen die Männer machen. Aber wenn es darum geht, allgemein außerhalb der Gemeinde zu predigen, na klar können Frauen auch predigen, Frauen können auch prophezeien. Ja? Aber im Gemeindekontext ist diese Funktion den Männern überlassen. Oh Mann. Jemand sagt nein, nein, nein. Okay. Also vielleicht bin ich blind, aber ich denke, ich habe das gelesen. Was meinst du denn mit Johannes 14, Vers 6? Was meinst du? Was meinst du, was ich rede? Erzähl mal, was habe ich jetzt falsch gesagt? Oh Mann. So. Nee, Siebe hat keine Anfrage geschickt, deswegen. Das geht auch, was? Das geht schon etwas tiefer. Erzähl mal, Leute, ich habe ehrlich gesagt Hunger. Ich habe wirklich keine Energie, um mich jetzt... Ich weiß, dass es tiefer geht. Ich könnte auch noch tiefer reingehen in dieses Thema, aber ich bin gerade zu faul. Aber Fakt ist, grob gesagt, Frauen sollen nicht in der Gemeinde in Leitungsposition sein oder lehren und so weiter und so fort. Das ist eher den Männern überlassen. Genau. Jo, ich habe eine Anfrage, aber ich glaube, du bist nicht 18. Ich weiß, wer du bist. Hallo? Ja, kann ich schnell sagen? Nein, nein, guck mal, du bist jetzt das dritte Mal, dass du kommst. Du bist leider nicht 18. Aha. Deswegen, wenn was ist, schreib am besten in den Kommentaren, sonst werde ich gesperrt. Ja, bitte, okay? Ich finde es sehr, sehr gut, dass du teilnimmst, aber ich möchte nicht gesperrt werden, mein Bester. Ja. Alles gut, tschüss. Ciao, ciao. Er ist krass motiviert, ja, wirklich. Magisch, das ist magisch. So. Hallo? Hi, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ach, Friede sei mit dir erstmal. Mit dir auch, mein Bester. Ja. Du, ich habe mal eine Frage zu dir, eine Frage an dich persönlich. Und zwar, du bist ja mit Herz und Seele bei der ganzen Sache dabei. Mhm. Hinterfragst du auch mal deine Position, dein Glauben, deine Sichtweisen oder bist du zu sehr damit beschäftigt, das, was du glaubst, an andere weiterzugeben? Nee, auf jeden Fall. Also die Bibel fordert mich sogar auf, alles zu hinterfragen. Also die Bibel sagt an mehreren Stellen, prüft alles. Ja, ich habe selber die Bibel geprüft. Hast du das? Ich war nicht immer ein Christ. Ich habe die Bibel geprüft und ich habe herausgefunden, dass... Was warst du vorher? Bitte? Was warst du vorher? Ich war vorher ein, wie soll ich sagen, ein Ungläubiger, sage ich mal so. Okay. Weißt du? Also, okay. Die Bibel fordert mich auf, alles zu prüfen und deswegen habe ich auch alles geprüft und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Bibel wahr ist und dass meine Religion wahr ist und dass mein Gott real ist. Okay. Weißt du? Genau. Ja, aber als Mensch durchlebt man ja viele Phasen und vieles, was du gestern als falsch angesehen hast, siehst du jetzt als richtig und so weiter. Ne? Das ist ja das menschliche Dasein, das ist der, passiert, dass man, dass man nur, ja, und hinterfragst du, stellst du dir manchmal diese Fragen, die dir die anderen Menschen stellen und versetzt dich in die Lage desjenigen, dem du antwortest und denkst du dir dann so, okay, die Antwort, die ich dir gegeben habe, die würde mich selbst überzeugen? Auf jeden Fall. Also ich habe ja die Antworten, ich muss ja die Antworten haben, weil ich mich ja selber damit beschäftigt habe. Ne? Es gibt Momente, wo, wenn mir jemand eine Frage stellt, habe ich vielleicht nicht mal die Antwort. Warum? Weil ich vielleicht nicht mal die Bibelstelle kannte, die die Person erwähnt hat. Oder weil ich vielleicht noch nie diese Frage gehört habe. Aber der Grund, warum ich überhaupt in der Lage bin, diese Fragen zu beantworten, ist ja gerade, weil ich mich mit diesen Fragen beschäftigt habe.
Verstehst du? Es ist ja nicht so, dass ich einfach nur irgendwie google und dann sage, okay, sag mir mal die Antwort oder so. Nee, sondern ich habe ja selber die Bibel gelesen, ne? Und habe dadurch mit Gottes Gnade Erkenntnis bekommen über gewisse Sachen, weshalb ich durch Gottes Gnade in der Lage bin, um gewisse Fragen zu beantworten. Ich kann nicht alles beantworten, ich weiß nicht alles, ich bin immer noch am Lernen, ja. Aber wenn ich eine Antwort gebe, dann bin ich fest davon überzeugt, dass meine Antwort wahr ist. Und wenn ich nicht sicher bin, dann sage ich, hey, ich bin unsicher. Das kommt sehr, sehr oft vor. Dass das, ich heißt, sage, hey, wenn du, das heißt, wenn du denkst, du hast jetzt die Antwort, dann ist es mit Gottes Gnaden und das ist dann absolut. Das ist dann vom, keine Ahnung, vom Heiligen Geist oder wie du das auch immer nennen willst. Das ist dann die vom Heiligen Geist unterstützte, inspirierte Antwort. Und das ist dann, du bist dann d'accord damit und das kannst du dann als gesichert in die Schublade reinstellen. Richtig, also jede Wahrheit, die ich, oder jedes Erkenntnis, die ich bekomme über die Bibel, kommt durch den Heiligen Geist. Ist ja, das nicht gefährlich? Es ist gefährlich, wieso? Ja, dass du dann von Sachen ausgehst, dass die absolut sind und dann gar nicht mehr, ja, dadurch riskierst, was Falsches angenommen zu haben und es gar nicht mehr hinterfragst. Du kannst es ja dann gar nicht mehr hinterfragen, wenn du es als absolut siehst. Da bist du ja gar nicht mehr in der Lage. Ich habe dir doch vorhin die Frage beantwortet, dass ich hinterfragt habe, oder? Ja, aber ich habe ja nochmal explizit gefragt, wenn du Sachen als gesichert ansiehst, dann ist das vom Heiligen Geist, hast du gemeint, quasi bestätigt, weil das dir das Gefühl das sagt oder dein Intellekt dir das sagt. Und das ist dann, oder ich gehe mal konkret, damit du mich besser verstehst. Zum Beispiel jetzt diese Frage, du bist der allein wahre Gott? Nee, wie ist das Zitat von Jesus aus der Bibel? Jesus meinte, das ist ewiges Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Okay. Da musst du ja zugeben, dass jemand, der neutral an die ganze Sache rangeht, dass er da raushört, dass nicht Jesus Gott ist, sondern der Vater Gott ist. Das musst du ja zugeben. Wenn man neutral an die Sache rangeht und alles andere ausblendet. Wenn man den Vers aus dem Kontext nimmt, ja, kann man machen. Ja, aber ja. Ich kann mit der gleichen Logik, ich kann einfach Vers aus dem Kontext nehmen und dir, bist du Moslem, ja, oder? Ja. Okay, mit dem gleichen Logik, mit dem gleichen Herangehensweise könnte ich dir jetzt beweisen, dass der Koran sagt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Soll ich das machen? Nee, lieber nicht, weil ich habe nur noch 2 Minuten, ehrlich gesagt. Ich will nicht abhauen und ich wollte auch keine Debatte starten. Aber die Sache ist, wie gesagt, wenn man sich das anhört, dann lässt es wenig Spielraum dafür, dass Jesus sagen will, dass er auch damit gemeint ist. Weil einzig, wahre Gott, einzig, das ist ja schon ein Attribut. Ne? Richtig, guck mal. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ich verstehe das. Ich verstehe, warum ihr so besorgt seid. Ja? Und ich habe nicht immer geglaubt, dass Jesus Gott ist. Ich weiß, dass es schwer zu begreifen ist. Warum? Weil Jesus ja ein Mensch war, der gekreuzigt wurde. Ich weiß es. Ich meine, guck mal, sogar für Juden, Juden können Jesus nicht annehmen, weil sie sich nicht mal vorstellen können, dass ein Messias gekreuzigt wurde, geschweige denn ein Gott. Ich weiß, dass es schwer zu begreifen ist. Ja, aber Gott sagt im Korinther, dass er gerade unsere Weisheit, unsere ganzen Vorurteile und unsere ganzen, weißt du, dass er alles umdreht. Und dass er einfach von uns erfordert, zu glauben. Die Bibel sagt, die Botschaft des Kreuzes ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Aber für uns, die gerettet werden, ist es die Kraft Gottes. Wir sehen... Ist Korinther nicht von Paulus? Wir sehen die Kraft Gottes dahinter. Bitte? Ist Korinther nicht von Paulus? Richtig, Korinther ist von Paulus, ja. Weil du sagst, Gott sagt den Korinther. Naja, ich meine, die Schreiber der Bibel wurden ja von dem Heiligen Geist inspiriert. Die Bibel sagt ja... Alle ja, aber als erstes wurde ja Korinther jetzt von Paulus geschrieben und nicht von Gott. Genauso ja. Wie der Koran nicht von Gott geschrieben wurde. Aber du glaubst, dass der Koran Allahs Worte sind, richtig? Nee, aber da musst du mir zustimmen, dass die Korintherbriefe von Paulus geschrieben wurden. Das richtig, sind ja Briefe, die Paulus geschrieben hat. Richtig, geleitet durch den Heiligen Geist. Oder glaubst du, dass Allah selber den Koran geschrieben hat, ja oder nein? Ich glaube, dass der Koran Gottes Wort ist. Hat Gott selber geschrieben oder hat es ein Mensch geschrieben? Der Koran ist erstmal nicht geschrieben, sondern das ist das
Buch, was existiert, was niedergeschrieben wurde, ja? Was niedergeschrieben ist, wie? Erzähl mal, wie ist es, wie? Erzähl mal den Prozess vom Koran. Erzähl mal. Ja, weißt du ja, weißt du ja. Da wurde, es wurde weitergeleitet und dann wurde es aufgeschrieben. Nee, erzähl du mal, erzähl mal bitte die ganzen Schritte, erzähl mal. Ich habe nicht so viel Zeit, Rudi, ich bin in einer Minute weg. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Auch der Koran wurde von Menschen geschrieben, aber du glaubst trotzdem, dass der Koran von Gott kommt. Genauso glaube ich, dass die Bibel, also Korinther, von Paulus geschrieben wurde. Aber Paulus wurde geleitet und inspiriert durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist Gott. Deswegen. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen den beiden und weshalb man das nicht vergleichen kann? Der Koran beansprucht von sich selbst, dass es Gottes Wort ist. Die Korintherbriefe beanspruchen nicht von sich selbst, dass sie Gottes Worte sind. Natürlich, also Apostel Paulus hier. Jedes Mal, wenn er geschrieben hat, hat er gesagt, grüße euch der Apostel von Gott oder der Apostel von Jesus Christus. Und wenn jemand sich als Apostel Gottes identifiziert, dann solltest du das, was er schreibt, annehmen. Weil die Apostel, Aber er hat auch selber geschrieben. Ganz kurz. Apostel haben die Autorität von Gott bekommen, ja, die Gemeinde zu führen und die Gemeinde zu leiten. Deswegen ist es ein Schauer. Weiß ich nicht. Aber der hat auch selber geschrieben, dass er in einer Stelle in der Bibel, in irgendeinem Brief von ihm, ich weiß jetzt die Stelle nicht, das, was ich hier schreibe, sind meine Worte und nicht Gottes Worte. Naja, aber wie gesagt, er wurde von dem Heiligen Geist inspiriert. Also nur weil ich jetzt rede und meine Meinung sage, heißt das nicht, dass es nicht von Gott inspiriert wurde. Genauso David hat ja in den Psalmen auch seine Meinung und seine Emotionen gesprochen. Aber Jesus meinte trotzdem, dass das, was David gesagt hat, von dem Heiligen Geist inspiriert wurde. Ja. Hier, dann lass uns mal hier einen Punkt machen. Wir können vielleicht ein anderes Mal weitermachen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich danke dir für deine Zeit. Gerne, gerne. Danke dir auch, ja. Gottes Segen. Man hört sich. Ciao. Ciao. Hallo? Hallo? Warum denkst du, dass Jesus Gott ist? Weil es in der Bibel steht. Wo genau steht das? Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Was genau steht da drin? Da steht, Jesus ist gottgleich und wurde Mensch, ja, und er war gehorsam und hat sich töten lassen. Und deswegen hat ihn Gott erhöht, damit jede Zunge bekennt und jede Knie sich beugt und bekennt, dass Jesus Herr ist, zur Ehre Gottes Vaters. Ja, aber Gott kann nicht sterben. Gott kann nicht sterben, deswegen wurde er ein Mensch, damit er als Mensch sterben kann. Das macht keinen Sinn, ne? Auf Ernst, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, ja? Ja. Okay. Weil, guck mal, wer soll sich bitte für Menschen opfern? So, in der Bibel steht, dass sich keiner für jemanden opfern soll. Halt, Jesus hat gesagt, dass sich keiner für irgendjemanden opfern sollte. Jesus hat es gesagt, ja? Ja. Hat nicht Jesus in Markus Kapitel 10, Vers 45 gesagt, dass er gekommen ist, um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele? Ich glaube schon. Aber du hast doch gerade gesagt, dass Jesus gesagt hat, dass keiner für die Sünden andere sterben soll. Ja. Was denn nun? Hat er das gesagt oder hat er das nicht gesagt? Er hat gesagt, er soll für ja, genau das. Jesus hat doch gesagt in Markus Kapitel 10, Vers 45, er ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Das heißt, Jesus hat dich doch widersprochen, oder nicht? Nein. Nein? Ah, okay, okay. Okay, was ist deine nächste Frage? Okay, sie ist weg. Oh je, je. Aber egal, das war eine stille Flucht, aber ist okay, du darfst flüchten, weil du kennst dich eh nicht aus. Ja. Ich würde mir wünschen, dass du dich wenigstens verabschiedest, aber hast du nicht gemacht, aber okay. Alles gut, ich bin nicht sauer. Was geht, Bruder? Shalom, mein Bruder. Shalom, shalom. Du musst jetzt übernehmen. Bei dir? Ja, und bei dir? Bruder, ich habe auch nicht viel Zeit. 30 Minuten in der Zeit kannst du essen, Bruder. Und ich gebe den Leuten nur kurz ein Wort. Mach das. Ich bin dann nebenbei, ich höre zu. Kein Problem, mein Bruder, ja. Gottes Segen, guten Appetit auf jeden Fall. Ich heiße euch alle herzlich willkommen und grüße euch im Namen des Herrn Jesus Christus. Ja, ich bin ein ganz einfacher Bruder aus dem Ruhrpott und ich bin nicht hier, um zu debattieren oder sonstiges, sondern ich will euch einfach etwas mitgeben und das geht hauptsächlich an meine christlichen Geschwister,
aber betrifft tatsächlich dann auch jeden Menschen. Und zwar geht es um das Fleisch. Das Fleisch, das Fleisch, das Fleisch. Unser oder einer unserer größten Feinde. Und die Frage ist, was tut unser Fleisch mit uns? Ja, es ist eine ganz kurze Lehre. Wir werden dazu natürlich biblische Referenzen nutzen, ne, so wie wir das gewohnt sind. Und ich würde sagen, ich fange mal einfach an. Ich habe jetzt gute 30 Minuten, da muss ich auch direkt rausgehen. Deswegen möge der Herr eure Herzen öffnen, ja, euch Verstand geben, uns hier alle Erkenntnis geben, möge der Herr im Namen des Herrn Jesus Christus auch durch mich sprechen, möge der Heilige Geist mich leiten. Amen. Und danke, Mensa, für diese Möglichkeit. Gottes Segen, mein Bruder. Genau. Es gibt ein Gesetz, was Gott dir, mein Bruder, dir, meine Schwester gegeben hat, wenn du geboren wirst. Ja, das heißt, es gibt gewisse Prinzipien. Eins dieser Gesetze ist das Gesetz des Hungern. Das heißt, wenn du geboren wirst als Mensch, dann bekommst du Hunger, ob du willst oder nicht. Und dieses Gesetz trägt noch ein Gesetz mit sich. Es ist ein natürliches Gesetz. Und dieses natürliche Gesetz ist, wenn du isst, dann musst du das Essen wieder ausscheiden. Wenn das nicht passiert, ist irgendwas mit dir nicht richtig, ja. Und egal wer du bist, du kannst der Papst sein, du kannst, keine Ahnung, Präsident sein oder was auch immer, Bundeskanzler sein, diese beiden Gesetze treffen dich, ja. Und es gibt noch ein Gesetz. Und es ist auch ein natürliches Gesetz. Und ob du möchtest oder nicht, dieses Gesetz findet Platz in jedem, und das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Wir machen mal ein kleines Beispiel, damit wir so ein bisschen das Ganze auch wirklich vor Augen haben. Ich sag mal, wer zeigt einem kleinen Kind im Alter von 2 bis 3 Jahren schlechte Dinge zu tun? Dass ein kleines Kind lügt, dass ein kleines Kind vielleicht um sich schlägt, dass ein kleines Kind eifersüchtig und neidisch ist. Ihr kennt das Ganze vielleicht, wenn ihr ja kleine Kinder habt, ne, der eine hat was in der Hand und dann der andere will das haben, was er in der Hand hat, obwohl er dasselbe auch hat, ja. Das heißt, irgendwas muss diese Kinder beeinflussen, so schlecht zu handeln. Und das nennen wir das Gesetz der Sünde. Das ist die Natur, die der Mensch hat durch den Fall von Adam. Ja, das heißt, es gibt dieses eine Gesetz und dieses kommt nicht von Gott, sondern es ist ein natürliches Gesetz, was wir durch die Erbsünde von Adam tragen. Das heißt, was ist das Gesetz der Sünde? Es ist die Stimme, mein Bruder, meine Schwester, die in dir spricht, Schlechtes zu tun, was du nicht tun willst. Und jedes Mal, wenn du was Schlechtes tust, was du nicht tun möchtest, so kommt dieses Gesetz der Sünde in dem Moment, wird alarmiert, um dich das Schlechte machen zu lassen. Und wie ich gerade gesagt hatte, dieses Gesetz haben wir durch Adams Fall bekommen. Und das trifft dich, egal wo du bist. Das heißt, wenn wir Politiker sehen, ne, vor allem ich und der Bruder, wir kommen aus Afrika, wenn wir über unsere Politiker reden, da können wir uns den ganzen Tag aufregen. Ja, aber deren schlechten Intentionen, die ganzen Dinge, die sie tun und ohne Mitleid gegenüber ihrem Volk, das kommt halt einfach, weil sie durch dieses Fleisch verblendet sind, ja. Jetzt gehen wir langsam in das Wort rein. Und zwar, jeder Mensch, der nicht von neuem geboren ist, der folgt dem Gesetz der Sünde, ausnahmslos. Ich würde einfach nur kurz was für euch vorlesen, dass wir die Bibel jetzt auch zu dem ganzen Gesagten als Referenz nehmen. Und zwar in Römer Kapitel 7, Vers 14 bis 25. Und Mensa, mein Bruder, wenn du was hörst, was da vielleicht nicht so richtig ist von mir, dann gerne korrigier mich, Bruder, ja. Wir sind ja hier, um zu lernen. Ich vertraue dir, dass der Heilige Geist mich leitet. Amen. Amen, Amen, Amen. Also Römer Kapitel 7, Vers 14 bis 25 werde ich einfach mal für euch eben lesen. Da spricht nämlich Paulus: Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber, Vers 17, vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar da, ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt.
Vers 21. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz. Ja, jetzt sagt Paulus, er sieht in sich ein anderes Gesetz, und zwar wo in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ja, das heißt, wir haben sofort gesehen, wo dieses Gesetz der Sünde wandelt. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Amen, Halleluja. Also Paulus hat uns hier einfach ganz kurz das erklärt, ne, in der Bibel, worüber ich gerade gesprochen habe. Dass dieses Gesetz der Sünde in uns verankert ist. Und wo liegt es? In unserem Fleisch, in unseren Gliedern. Ja. Das bedeutet, in deinem inneren Geist. Normalerweise hätten wir hier eigentlich die Wiedergeburt erklären müssen, bevor ich hierauf eingegangen bin, aber das kann man vielleicht irgendwann mal anders machen, ja. Das heißt, in deinem Geist, der vorher ein korrupter Geist gewesen ist, ja, und nun durch die Wiedergeburt ein von Gott gerecht gesprochener Geist ist und ein von Gott gegebener Geist, ja, implantierter Geist von Gott, gibt es in dir dieses innere Ich, das durch den Heiligen Geist geleitet wird, das dir sagt, tue das und das und das, tue das Gute. Das heißt, die ganze Zeit, wenn du etwas Gutes tun möchtest, wenn du evangelisieren möchtest, wenn du das Wort predigst, wenn du für Geschwister betest oder wenn du allgemein was Gutes tust, dann ist das der Herr, der durch deinen Geist spricht, weil dein Geist nun mit ihm verbunden ist. Vorher gab es diese Trennung und nun seid ihr wieder verbunden, da Gott deinen Geist ausgetauscht hat. Deswegen ist die Wiedergeburt sehr wichtig, ja. Aber trotzdem, erklärt uns Apostel Paulus, gibt es das Gesetz, gibt es die Natur, gibt es die Sünde, die in unseren Gliedern liegt und uns davon abhalten möchte, Gutes zu verrichten, ja? Sagt uns, dass jedes seiner Körperteile unter diesem Gesetz der Sünde ist. Du willst das Richtige tun, aber dein Körperteil, das möchte es nicht. Du willst beispielsweise, ich mache mal ein Beispiel, ja, was ein ganz großes Beispiel ist. Du möchtest mit Geschwistern zum Beispiel Predigten haben. Dann bist du irgendwo in irgendwelchen Bibelgruppen, dies, das, ich rede von physischen Gruppen. Und dann gibt es da aus der männlichen Perspektive, aber auch aus der weiblichen Perspektive, einen Bruder, eine Schwester, die findest du ganz attraktiv. Ja? Die Bibel sagt, mach deine Augen runter. Fällt dir nichts ein. Aber in dem Moment, wo du sagst, hey, okay, warte mal, komm, wir machen mal eine Bibelstunde und danach fängst du an, anders zu denken. Und dieser Gedanke, der beginnt in deinem Fleisch. Denn dein Glied sorgt dafür, sexuelle Gelüste zu haben. Und ja, lasst mich euch das sagen. Das passiert sehr vielen. Und da müssen wir uns wirklich trainieren, nicht in diese Richtung zu gehen, ja? Dein Glied ist es, wenn du wenn du Geld siehst, was nicht dir gehört. Du als Christ darfst es nicht berühren, weil es nicht dein Eigentum ist, ja? Aber deine Hand sagt dir, nimm es. Keiner sieht dich. Fass es an. Genauso wie unser Mund, der schlechte Dinge, unsere Zunge, die so verwüstet ist, unsere Zunge, die so unrein ist, dass Jesaja, der Prophet, sogar, dass seine Zunge, dass sein Mund mit glühender Kohle reingewaschen werden musste, bevor er überhaupt ein Wort zum Herrn sprechen konnte. Also ihr seht, meine lieben Geschwister, unser Fleisch steht uns viel im Weg, oft im Weg, Gutes zu verrichten. Aber der Herr sagt euch, ja, und ich bin hier, um euch zu sagen, im Namen des Herrn Jesus Christus, gebt nicht auf und bekämpft euer Fleisch tagtäglich, durch die Kraft Gottes und im Namen des Herrn Jesus Christus. Denn der Herr ist mit euch und genau dafür ist er gestorben für uns alle, ja. Die Natur von Adam, die nicht neu geboren ist, ist eine böse Natur. Das heißt, du bist mit ihr automatisch getrennt von Gott, wenn du nicht von Neuem geboren bist, wenn du Christus nicht angenommen hast und nicht im Wasser und Geist getauft bist. Wenn dein Geist nicht ausgetauscht ist, dieser korrupte Geist, mit dem du auf die Welt gekommen bist, denn die Bibel spricht davon, dass der Mensch mit der Sünde auf die Welt gekommen ist, ja? Das heißt, du bist in einer Gefangenschaft, aus der du erlöst werden musst. Und da wurdest du freigekauft durch das Blut von Christus. Um das Gesetz Gottes zu empfangen, das Gesetz des Lebens, musst du Jesus annehmen und es hilft dir, Gutes zu tun. Bevor es aber in dir operieren kann, muss dein innerer Geist neu kreiert werden durch Gott. Das ist nicht deine Aufgabe.
diese Umwandlung im Geist. So wie es nicht die Aufgabe von dir gewesen ist, dass deine Eltern zusammengekommen sind und dich gezeugt haben. Das hast du nicht entschieden. Und deswegen ist das, was du entscheidest, ist es zu sehen, hey, ich bin ein Sündiger. Ja, du bekennst deine Sünde, du tust Buße. Buße heißt eine Sinnesumwandlung deiner Gedanken, ja, und sagst, so wie ich gelebt habe, so möchte ich nicht mehr sein, fernab von Gott, sondern ich möchte mich Gott nun nähern und möchte mein Leben so richten, dass ich Gott gefallen kann, dass ich wieder in diese Familie von dem Herrn reinkommen kann, ja, dass ich wieder mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und da sieht Gott dein Herz, deine Einstellung, und da kreiert er einen neuen Geist in dich. Da kreiert er einen neuen Geist in dich. Und das ist die Aufgabe von Gott. Wir sind Körper, Seele und Geist. Der Geist ist es, der von Natur aus mit Gott sein sollte. Der dann die Anordnung empfängt, der zu der Seele dann spricht und dann zu dem Körper geht, der das Handeln übernimmt. Und deswegen sagt die Bibel, dein Spirit in dir will, aber dein Fleisch, der möchte nicht. Weil dein Geist ist es, der von Gott empfängt, der Gottes Nachrichten hört, der die Worte des Herrn akustisch, geistlich, mit einer leisen Stimme aufnehmen kann. Mit einem Wort, was der Herr in dein Herz hineinlegt. Jedes Mal, wenn du Gutes tun willst, aber es nicht kannst, oder es nicht tust, dann ist es das Gesetz der Sünde. Und damit möchte ich uns Geschwister hier ja gute Worte mitgeben. Wenn du dich dabei erwischt, beispielsweise du willst die Bibel lesen, irgendwie fühlst du dich gerade nicht danach, weil du abgelenkt bist und das und vielleicht ist das besser, dann sei sehr wachsam. Oder wenn du eine Gebetszeit hast oder in die Kirche gehst oder was auch immer und du sagst, du bist müde und du hast keine Lust und du willst nicht, dann sei sehr wachsam. Dein Fleisch will dich zum Verderben bringen. Jesus wird niemals in deiner Seele leben. Denn die Seele ist dein wahres Ich, mit der wirst du vor Gott stehen. Der Geist wurde gegeben, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Dein Körper wandelt nur auf dieser Erde. Dein Geist ist es, was berührt werden muss von Gott. An dem Tag der Neugeburt hat Gott seinen Geist wieder neu gemacht in Jesus und nicht mehr in Adam, sodass er in dir leben kann, mein Bruder, meine Schwester. Er konnte nicht in dem alten Geist leben, den du hattest, als du gekommen bist auf diese Welt, weil er war korrupt. Das war die Natur, die wir durch Adam bekommen haben. Das ist das Erste, was Gott tut, um in dir Leben zu schaffen, um in dir einen neuen Geist zu machen und dich aus dem Schlaf hinauszuholen. Er lebt nicht in deiner Seele, er lebt in deinem Geist, er kommuniziert mit deinem Geist. Und deswegen sagen wir, alle in Christus sind eine neue Kreatur. So hat Gott deinen Geist in Gerechtigkeit und in Heiligkeit wandeln lassen. Lesen wir in Hesekiel 36. Ja? Das Herz aus Fleisch ist ein adamisches Herz. Und er musste dein Herz erneuern. Christus ist es, den wir brauchen, und durch ihn werden wir gerecht gesprochen und alleine nur durch ihn. Das heißt, es ist das Blut, was im Gericht, was vor diesem Thronsaal, vor dem wir stehen werden, für uns sprechen muss. Und wenn dieses Blut nicht für dich spricht, wenn du immer noch mit diesem korrupten Geist vor Gott stehst, dann hast du ein großes Problem. Und ich weiß nicht, für wen diese Nachricht heute ist, aber ich denke, dass jemand das aufnehmen kann, sich selber hinterfragen kann, geh in eine Kommunikation mit dem Herrn. Bau deine Intimität mit dem Herrn auf. Ja? Und wenn du noch nicht von Neuem geboren bist, dann bitte den Herrn, dass er dir die Kraft gibt, dass er in dein Herz schauen kann. Ja? Die Bibel spricht davon, Herr, prüfe mein Herz, schaue in mein Herz, geh zu Gott, knie dich vor unserem so großen Gott, der so viel Geduld und so viel Liebe und so viel Gnade und Barmherzigkeit mit uns hat, obwohl wir ihn von Anfang an immer wieder verärgert hatten, ja. Er ist heute da, um dir zu vergeben. Er ist heute da, um dir zu zeigen, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, komm. Jesus will dir die Hand geben, egal in was für einer Situation du steckst. Und auch an dich, mein lieber muslimischer Bruder, meine liebe muslimische Schwester. Geschlossene Augen werden geöffnet. Geschlossene Ohren werden geöffnet. Ein Herz, was korrupt ist, durch dieses Fleisch
was uns nicht verstehen lassen möchte, das wird geöffnet. Durch den Herrn Jesus Christus. Deine gerechte Natur führt dich am Ende des Tages in den Himmel und nicht deine gerechten Werke. Deswegen musst du von neuem geboren sein, damit du den Herrn aufnehmen kannst. Er in dir lebt und du Frieden haben kannst mit Gott. Und etwas Wundervolles, und damit beende ich das Ganze, was der Herr gesprochen hat oder was der Herr Jesus Christus getan hat, ist, er hat das Unmögliche möglich gemacht. Etwas, was niemand machen konnte. Und das ist, er hat Frieden geschaffen zwischen uns und Gott, unserem Vater im Himmel. Niemand konnte sowas tun. Halleluja. Wir danken den Herrn für alles. Ich danke den Herrn für diese Möglichkeit. Und möge der Herr heute wirklich jemanden berühren. Möge der Herr Jesus Christus sich jemanden offenbaren heute. Ja. Und nehme diese Rettung an, nehme diese Hand an. Und Mensa, mein Bruder, für deine Arbeit auch, möge die Hand des Herrn dich reichlich, reichlich segnen. Amen, Amen, Amen. Und wir danken den Herrn für alles. Ja, Amen. Amen. Boah, Bruder, ich danke dir wirklich. Boah, das ist also Gänsehaut. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, Gott segne dich, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast. Ja. Nicht nur, weil du die Zeit überbrückt hast, sondern du hast wirklich, also von den gesamten Stream, du hast das Wichtigste heute gemacht, du hast gepredigt, du hast das Evangelium heute allen mitgeteilt, du hast das Wort Gottes gegeben und möge der Herr dich ebenfalls rechtlich segnen, du bist jederzeit willkommen, Bruder. Und ich wollte fragen, ist es für dich okay, wenn ich den Stream von heute poste? Amen, mein Bruder, ja, gerne. Wie gesagt, ich denke, wenn die Botschaft noch andere erreichen tut, Bruder, es geht einfach darum, dass das Wort des Herrn verkündet wird, Bruder. Und das Evangelium hat Macht und Kraft, Leben Amen. Zu erreichen und Leben zu ändern. Ja, deswegen sehr gerne kannst du es tun. Danke dir, Bruder. Hey, an alle hier drinnen, ihr habt klipp und klar gehört, ihr habt diese Botschaft gehört. Ja, und ich werde später, wenn nicht heute, dann auf jeden Fall morgen, spätestens werde ich den Stream von heute nochmal posten. Ihr könnt euch das Wort nochmal in Ruhe, die Predigt nochmal in Ruhe anhören. Ich kann euch wirklich dazu ermutigen, weil das, was er gesagt hat, das ist wirklich lebend rettend. Okay, Jesus meinte zum Beispiel, du musst neu geboren werden, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes hineintreten. Ja, das war heute ein Schlüssel für jeden, für Muslim, für wer auch immer. Sogar wenn du sagst, du bist ein Christ, ja, aber du bist nicht neu geboren, dann ist diese Botschaft auch für dich. Ja, das ist für uns allen. Und ich kann euch wirklich alle ermutigen, später nochmal oder morgen werde ich das wahrscheinlich hochladen, die Predigt nochmal anzuhören. Ja, und nochmal zu Gott zu gehen, ja, ihn drum zu beten, dass er euch vergibt, dass er euch verändert, ja, dass er eure Herzen verändert und so weiter und so fort. Ich hoffe nicht, dass ihr denkt, dieser Stream ist irgendwie hier, um euch zu entertainen oder so, nee, sondern es ist eine lebensrettende Botschaft, Leute. Ja, deswegen, Bruder Sebi, wirklich, ich habe dir gefolgt. Du bist hier Amen. Willkommen, Bruder. Okay. Du bist auf jeden Fall sehr, sehr gesegnet. Ja, ich kann dich wirklich nur dazu ermutigen, weiterzumachen. Amen, mein Bruder. Ja, wir danken dem Herrn und Dankeschön nochmal für die Möglichkeit. Wir hören uns bestimmt das ein oder andere Mal nochmal, ja? Amen, Bruder. Wir hören uns. Okay, dann Gott segne euch alle. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Bruder. Gott segne dich. Ja, Leute, das war stark. Also ich denke wirklich, dazu muss ich nichts mehr sagen. Ja, er hat alles gesagt, was gesagt werden musste. Und nee, ich habe nicht fertig gegessen, Nadja, aber ich mache jetzt Pause mit Essen. Ja, ich werde weiter essen, wenn ich den Stream beende. Also falls du die Predigt verpasst hast, ja, ich werde den Stream spätestens morgen auf YouTube posten. Ja, ihr könnt euch nochmal in Ruhe angucken. Ich kann euch wirklich nur raten und ermutigen, euch das anzugucken, falls du das verpasst hast, weil das, was der Bruder gesagt hat, ist einfach nur die Wahrheit. Okay? Und ja, er hat einfach so einen frischen Wind hier reingebracht. Ich glaube, alle anderen wissen genau, was ich meine. Ne? Also vorhin war die ganze Zeit so eine Art Debatte, Fragen stellen mit Muslimen, bla bla. Und sobald der Bruder angefangen hat zu predigen, man merkt, dass sich die Stimmung hier drinnen verändert hat. Die Atmosphäre hat sich verändert. Ja, ich fühle mich richtig frisch, einfach so richtig neu aufgetankt, ja. Und das ist es, das ist das Wort Gottes, ja. Das ist der Unterschied. Das ist das Wort Gottes. Und wenn, guck mal, normalerweise müssten wir gar nicht debattieren, Leute. Wir müssten gar nicht debattieren. Ja, wir müssten gar nicht argumentieren. Wir müssten einfach nur zuhören und das Wort Gottes annehmen. Das war's. Denn das Wort Gottes, Jesus meinte, das Wort Gottes ist Geist.
Ja, das Wort Gottes kommt mit Kraft. Es hat Kraft, uns zu verändern. Es hat Kraft, etwas zu bewirken. Deswegen, anstatt dass wir jedes Mal hier sind, um zu debattieren, um irgendwelche sinnlosen Fragen zu beantworten, ja, wo sagt Jesus, ich bin Gott, wo steht Dreieinigkeit, bla bla bla. Leute, lasst uns einfach still sein und das Wort Gottes hören. Lasst uns einfach still sein und die Bibel lesen. Ja, so sollte das sein. Und deswegen ist es für mich wirklich sehr, sehr schade. Es tut mir wirklich sehr, sehr oft weh, wenn gewisse Menschen das Wort Gottes nicht annehmen wollen. Ja, sie wollen es einfach nicht annehmen. Und das ist sehr, sehr schade, Leute. Ja, das Wort Gottes hat Kraft, Veränderung zu bewirken. Ja, und wenn du das Wort heute gehört hast, egal ob du Moslem oder Christ bist, ich weiß, auch wenn du das nicht zugibst, ich weiß, dass du dich angesprochen gefühlt hast. Ich weiß es. Ja, und die Bibel sagt, heute, wenn du die Stimme des Heiligen Geistes hörst, wenn du Gottes Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Verhärte nicht dein Herz, sondern öffne dein Herz, ja, für die Stimme des Heiligen Geistes und kehre um zu dem Herrn Jesus Christus, lass dich verändern, lass dich retten. Ja, es ist kein Zwang, es ist einfach nur besser für dich. Ja. So, ich habe einen Gast, ich nehme ihn mal an, bevor ich rausgehe. Hallo? Hallo? Ja? Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich auch, Nimi, mein Bester. Hallo, ja, ich wollte nur was zur Predigt eben sagen, Bruder. Und zwar hat er genau mich damit angesprochen. Also ich bin auch ein Christ, ne, aber leider noch nicht wiedergeboren. Und ja, die Worte waren wirklich also sehr, sehr treffend, weißt du, auch gerade mich und meiner Lebenssituation bezogen. Und ja, ich kann nur an den ganzen Chat hier appellieren, also folgt gerne dem Bruder und auch ja, dir sollen alle folgen, Mensa. Das ist wirklich, also ich bin ein bisschen sprachlos auch gerade, weil ich habe mir halt heute den ganzen Tag deine Videos angeschaut, weißt du? Und ja, dachte mir halt nichts dabei und ich war halt so begeistert von deinen Videos, auch weil du vorhin gesagt hast, das ist nicht nur zur Unterhaltung, weißt du? Ich habe mir das heute eher zur Unterhaltung alles angeschaut, deine Videos, weißt du? Und also alles, jedes einzelne Wort, was gerade fast gefallen ist, hat genau auf mich passend quasi, hat auf mich gepasst, weißt du? Stark. Und gerade wo ich dann ins Live reingekommen bin, hat der Bruder mit der Predigt angefangen. Und also wirklich, ich zitter auch ein bisschen gerade, weil das so heftig war, weißt du? Krass, Gänsehaut. Ja, wirklich. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist auch mich gerade dazu gebracht hat, dass ich in den Live hier reinkomme, weißt du? Bruder, und das Krasse ist, so etwas wie heute ist noch nie, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so einfach 20 Minuten lang gepredigt haben. Ja, meistens ist es so, wir debattieren nur und dann so zwischendurch so kurz so das Evangelium, weißt du. Aber so wie das heute passiert ist, das ist noch nie passiert. Ja, deswegen, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, wirklich, das war wirklich ein Wort für dich, wenn du sagst, du bist genau dann reingekommen, Bruder. Ey. Ja, selbst also wirklich, ich zitter richtig und ich habe so ein richtig, so ein fröhliches Gefühl, aber auch ein bisschen, ja, Aufregung extrem und das ist wirklich extrem krass, was gerade in mir passiert. Und wie gesagt, also jedes einzelne Wort hat gestimmt. Ja, also dass ich halt noch nicht wiedergeboren bin, dass ich mir so diese ganzen christlichen und muslimischen Debatten und so nur zur Unterhaltung anschaue, dass ich mir nur irgendwie unnötige Sachen gebe, ich spiele gerade FIFA und hast du nicht gesehen und was? Ich denke mir auch, weißt du? Ja, Bruder, also guck mal, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, zu deinem Herzen gesprochen hat, ja, dann will er dich auch verändern. Ja, deswegen, es freut mich wirklich auch sehr, sehr stark von dir, dass du dieses Zeugnis gegeben hast. Und ich kann wirklich an alle hier drinnen appellieren, betet für den Bruder. Ja, ich werde auch für dich beten, Bruder. Und das ist auch, was ich noch sagen wollte, Mensa. Das ist eigentlich auch so eine richtig heftige Überwindung, sage ich mal, hier reinzukommen, weil eigentlich bin ich schon so ein schüchterner Mensch, weißt du? Also ich würde niemals einfach mit dir hier live reinkommen, weil
Ja, ich bin, merkst du, ich bin richtig aufgeregt und ja, eigentlich ein schüchterner Mensch, weißt du? Aber ich weiß nicht, irgendwas hat mich geritten. Ich musste einfach kurz hier live reinkommen und das sagen, weißt du? Das rauslassen. Stark, Bruder, wirklich sehr, sehr stark von dir. Ja, bleib so stark und geh ins Gebet. Ja, geh ins Gebet, weil der Herr hat auf jeden Fall zu dir gesprochen und ich bin mir sicher, du bist nicht der Einzige. Und ich habe mich ebenfalls auch angesprochen gefühlt, ja. Ja, Ich will auf safe, jeden Fall für dich also. beten und ich kann wirklich an alle Geschwister hier, wer ist es, sagen, dass sie auch für dich beten sollen. Ja, weil dafür sind wir da. Weißt du, wir sind ja Geschwister alle, wir sind eine Gemeinde in Christus. Und Ja. wir können aus eigener Kraft, wir können alleine nichts machen, sondern wir können einfach als Geschwister einander ermutigen, einander stärken, einander unterstützen im Gebet. Weißt du, was ich meine? Nee, also auf jeden Fall danke an dich, Mensa, und danke auch an den Bruder. Ich weiß leider seinen Namen nicht, aber Sebi seine halt, Worte haben wirklich, also ne? haben wirklich richtig eingeschlagen wie eine Granate, weißt du? Bruder, alle Ehre dem Herrn, alle Ehre dem Herrn. Und ja, du solltest einfach deine Beziehung zu ihm stärken. Geh ins Gebet, ich kann dir wirklich raten, zieh durch, ja, geh ins Gebet. Der Herr hat viel mit dir vor. Ja, ich kenne diese ganzen FIFA-Geschichten. Früher habe ich auch viele andere sinnlose Sachen gemacht. Aber wenn ich Ja, Herz habe. das ist alles nur so Ablenkung, weil Richtig. man, weißt du, man ist am Arbeiten, man will sich ablenken und bla bla bla, hast du nicht gesehen, aber also das ist ja in jedem drinne, diese, man will die Wahrheit suchen, man will eigentlich sein Leben Gott verschreiben und was für Gott tun, weißt du? Also Wahrheit Verstanden. suchen habe ich ja gefunden. Ich weiß ja, dass der Christentum die Wahrheit ist, weißt du? Amen, Weil richtig. zu meinem Hintergrund, ich bin quasi mit den Zeugen Jehovas groß geworden und so und so. Und habe dann so die Bibel erstmal kennengelernt. Und ja, meine ganze Familie ist quasi muslimisch, weißt du? Und mein Vater war halt den Zeugen Jehovas beigetreten. Und ich dachte dann halt auch früher, dass Jesus nur Gottes Sohn ist. Und du weißt ja, was die Zeugen Jehovas halt lernen. Ja, und bis ich dann halt angefangen habe, selber also die Bibel zu lesen. Ich habe jetzt mir die Schlachter geholt, 2000, und habe dann selber angefangen zu lesen, Videos geguckt und, bis ich dann rausgefunden habe, dass das nicht alles so stimmt, was sie mir erzählen, weißt Ja, richtig. du? Und ja, und wie Sie haben gesagt, ja, Sie haben Ihre eigene Bibelversion. genau. Und das ist sehr, sehr schade. Also, bei denen ist halt genau die gleiche Geschichte wie bei Muslimen. Sie haben, also sie dienen Gott oder sie haben so eine Art Gottesfurcht oder Gotteseifermäßig, aber leider leben sie in einer Illusion. Weißt du, was ich meine? So? Und es Aber freut mich Bruder, wirklich, dass die guck Gemeinde mal, kommt, Bruder. genau das, was ich noch sagen wollte, ist, genau das ist ja diese, also der Teufel ist sehr, 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 sehr heftig, weil als ich bei den Zeugen Jehovas war, ne, die haben ja so Versammlungen und so weiter, weißt du? Und oder du kannst mir wirklich glauben, das sind die heftigsten, die nettesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Richtig, Und ja. das sind so herzvolle Menschen. Und dass der Teufel genau diese Leute verführt, das fand ich so schade und so heftig, Richtig. dass mir das richtig, richtig im Herzen leid getan hat, weißt du? Aber ich habe halt gemerkt, dass mich irgendwas davon wegzieht, weißt du? Wir waren halt immer, ja, weil ich früh meinen Führerschein gemacht habe mit 17, weißt du? Habe ich halt immer meine Familie dahin gefahren, weil mein Vater nicht konnte und so weiter. Und ich habe mich dann selber schon quasi ein bisschen da rausgezogen, im Auto gewartet, während die anderen da waren. Nicht predigen gegangen und, weißt du, weil ich habe gemerkt, irgendwas zieht mich halt da weg, weißt du? Und jetzt, wo ich diese Predigt von dem Bruder gehört habe, das war so heftig, ich musste kurz reinkommen und das sagen, Bruder, weil das war einfach wirklich Gänsehaut und ja, also ich bin mir sicher, dass Gott auch safe durch seine Worte gerade gewirkt hat, 100%. Auf jeden Fall, Bruder. Das Wort Gottes ist Geist. Das Wort Gottes kann Wunder bewirken. Weißt du, was ich meine? Und ich kann dich wirklich ermutigen. Ich weiß zwar nicht, aus welcher Stadt du kommst, aber such dir auf jeden Fall eine Gemeinde, die wirklich bibelfest ist. Ja, und umgib dich mit christlichen Geschwistern, die dich pushen, die dich ermutigen, die dich auch schleifen und so weiter und so fort. Ne? Ja, ich hatte ein bisschen Probleme leider damit. Also ich suche schon sehr lange nach einer Gemeinde. Ich wohne in Hamburg, weißt Was in du? Und Hamburg, ja? wie bitte? In Hamburg, also eigentlich, Ja. ja, okay, eigentlich gibt es da viele Gemeinden. Also ich gucke mal, ob ich dich irgendwie connecten kann. Also falls wir hier jemanden haben, der in Hamburg Connection hat, kannst du dir eine Bescheid sagen? Ja, Bruder, das wäre Ja. auf jeden Fall sehr, sehr korrekt. Also ich habe Okay. schon seit längerem eine Gemeinde in Hamburg gesucht, aber ja, ich wusste auch immer nicht, weil ich habe auch so ein Problem damit,
ganz zu unterscheiden, weißt du, was jetzt genau das Richtige ist, ist, also katholisch ist meiner Meinung nach sowieso falsch. Das kann ich so gut rausfiltern, sage ich mal, aber ist, also ist jetzt evangelisch das Richtige, und weil ich auch ein Problem mit dem Wort Kirche so gesehen habe, weißt du, weil ich halt mit Kirche assoziiere, okay, das kann nicht richtig sein. Ja, also ich sag mal so, evangelisch bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ja. Ohne dass ich jetzt das Heil absprechen möchte für Katholiken oder auch für Orthodoxen, aber ich denke, als evangelisch bist du auf jeden Fall gut aufgehoben, sage ich mal so. Ja. Und genau, viele Leute haben gerade geschrieben, dass du dich bei ihnen melden kannst, also zum Beispiel Nadja, sie heißt N+, aber ich werde euch irgendwie connecten. Ja. Und warte mal, ich weiß nicht mehr noch, aber... Das wäre auf jeden Fall, das wäre sehr korrekt. Ja. Genau, schreib mir am besten, schreib mir mal eine Privatnachricht und dann werde ich dich connecten, ja, mit Nadja, okay? Okay, Bruder, top, das freut mich. Und ja, Bruder, wie gesagt, also das wollte ich nur kurz loswerden. Und ja, eine Sache wollte ich noch sagen, Gott segne dich, Bruder. Ich habe mir wirklich deine Videos heute den ganzen Tag angeschaut und nur deine Videos angeschaut. Mhm. Und ja, ich also mach auf jeden Fall weiter damit, Bruder. Gott segne dich. Und wie gesagt, also das wäre nur korrekt, wenn du mir einmal nochmal den Namen von dem Bruder, der die Predigt gerade eben gehalten hat, sagst, damit ich ihn auch folgen kann, weil er hat wirklich mein Herz berührt, weißt du? Ja, der heißt Siebe. Also ich bin ihm auch gefolgt. Ich werde dir sein Profil schicken, ja. Ich glaube, der ist gerade nicht mehr hier drin. Deswegen schick dir später sein Profil. Sehr schade. Kannst du ihn kontaktieren dann. Aber das war wirklich heftig, Bruder. 1:1, alles perfekt, was auf mich zutrifft. Genau in dem Moment, wo ich in dein Live reinkomme, weißt du, das war echt... Bruder, guck mal, Sanela hat gerade sein Profil verlinkt. Guck mal, in den Kommentaren. Du kannst ihn adden. Bruder, ich bin mit TikTok noch nicht so... Ich check das nicht richtig. Ja, okay, ich schick dir später sein Profil einfach. Okay, Bruder. Ja, Bruder, Gott segne dich. Ja. Ich muss gleich rausgehen. Danke, Bruder. Nee, das war's auch von mir. Also, wie gesagt, Gott segne dich, Bruder. Und wirklich, also, ich schaue dir noch eine Weile zu. Mach das, Bruder. Und ja, ich würde an alle hier im Chat appellieren. Lasst auf jeden Fall einen Follower für den Bruder Mensa und für den anderen Bruder da. Und danke dir auf jeden Fall. Gott segne dich alle Ehre, dem Herrn. Ja. Pass auf dich auf, mein Bruder. Und schreib mir Privatnachricht, damit ich dich connecte mit Nadja. Okay, Bruder, das mache ich. Okay, bis dann, ciao. Hau rein. Hallo, David? Hi, Mensa, Bruder. Alles klar bei dir? Ja, und bei dir? Ja, auch. Ey, Bro, ich habe mal eine Frage gehabt. Und zwar heute Morgen, als ich Feierabend gemacht habe von der Nachtschicht, war ich bei so ein paar Muslimen im Stream gewesen. Und da war auch ein anderer Christ drin und die haben sich so ein bisschen gebieft. Da hat der Chris und ich natürlich dann auch, wir haben dann so erwähnt, dass der Prophet von denen, Mohammed, der hat ja die kleine Aisha geheiratet und mit ihr geschlafen, als sie 9 waren, richtig? Und dann haben die so ein Argument gebracht die ganze Zeit, die haben von einer Rebekka geredet. Weißt du, was meinten die damit? Ja. Also sie wollen das, was ihr perverser Prophet gemacht hat, indem er eine 6-Jährige genommen hat, beziehungsweise mit einer 9-Jährigen geschlafen hat. Die wollen das schönreden, indem sie dann sagen, Rebekka war laut Bibel 3. Ja, das haben die gesagt. 3 Jahre alt. Ja, das haben die gesagt. Genau. Das Problem ist, das steht nirgendwo in der Bibel. Nirgendwo. Nirgendwo in der Bibel steht das. Sie erfinden das einfach. Und das ist ja das Krasse. Sie erfinden einfach, dass Rebekka 3 war. Und aber guck mal, wenn die das sagen, wenn die sagen, Rebekka war 3, dann sag einfach, okay, zeig mir die Bibelstelle, die besagt, wann sie geboren wurde, oder die Bibelstelle, die besagt, wie alt sie war, als sie ihn geheiratet hat. Das werden sie nicht finden. Verstehst du? Und das ist das Krasse an, die sind bereit, sogar Lügen zu erfinden, damit sie das, was Mohammed gemacht hat, irgendwie rechtfertigen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und was sie dann machen ist, sie zitieren irgendwelche Rabbiner, ja, die nicht mal authentisch sind, um das als Beleg zu nehmen. Weißt du, aber in der Bibel finden sie keine Antworten. Deswegen, du kannst sie gerne fragen, wo steht es in der Bibel, dass die 3 war? Werden sie nicht finden. Ja, das hätte ich mal fragen müssen, aber ich wusste nicht so genau. Weil ich habe von dieser Rebekka jetzt das erste Mal gehört von denen und ich wusste gar nicht so, erfinden die gerade irgendwas oder gab es die wirklich oder so, weißt du? Ja, das war die Frau von Isaac,
Okay. Es steht aber nirgendwo in der Bibel, wie alt sie war. Und sie war auf jeden Fall, also wenn du guckst, wann sie Isaac geheiratet hat, dann war sie auf jeden Fall älter. Man sieht anhand von, was sie getan hat und solche Sachen. Ja, sie war sehr, sehr reif. Und deswegen, sie erfinden das einfach. Und das ist ja das Krasse bei ihnen. Und was ich dir auf jeden Fall raten kann, ist, ganz ehrlich, also hör auf, bei denen reinzugehen in den Stream und mit denen zu debattieren, weil das bringt eh nichts. Also die werden dir eh nicht zuhören, weißt du? Ja, das stimmt wirklich, ja. Spar dir deine Energie, Bruder. Boah, die suchen echt für jeden Scheiß eine Ausrede. Ja, deswegen. Also ich persönlich habe aufgegeben, bei denen reinzugehen. Das hat keinen Sinn. Ja. Ah, Bruder. Dann Gott segne dich, ja. Wenn was ist, wenn du Fragen hast, du kannst mich jederzeit privat anschreiben. Wenn ich kann, werde ich antworten, ja. Danke, mach ich, Bruder. Alles gut. Gottes Segen dir. Euch okay. Allen. Okay. Ciao, ciao. Okay. So, ich nehme jetzt noch die letzten zwei Gäste, dann muss ich rausgehen. Weil ich habe auch ein privates Leben. Hallo? Hallo? Du bist gestummt. Du musst dich entstummen. Hallo? Okay, ich zähle bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, danke, dass du da warst. So, dann nehme ich den letzten Gast und dann gehe ich. Hallo? Gottes Segen, Mensa. Moin. Gottes Segen, Akademiker. Hi. Du, ich habe mal zwei Fragen. Und zwar beschäftigt mich das ein bisschen. Und zwar, also mein TikTok ist eigentlich voll von religiösen Content. Also sei es muslimisch oder christlich, das ist echt krass. Auf jeden Fall, ich habe eine Frage bezüglich des Alten Testaments. Und zwar, was die Muslime immer häufig sagen, ist, wie kann ein Gott so barmherzig sein, wenn er diese ganzen Gräueltaten im Alten Testament zugelassen hat? Das müsste ja derselbe Gott sein wie Jesus Christus, richtig? Richtig, ja. Und das Alte Testament ist doch einfach der rote Faden bis zum Geburt Jesus Christus. Das ist sozusagen die Prophezeiung, wird da aufgezählt, so wie bis zum seinem Geburt. Das wird ja alles prophezeit. Aber wie rechtfertigt sich diese Gräueltaten, die Gott zugelassen hat oder auch zum Teil angeordnet hatte? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das Ding ist, guck mal, wenn du im Alten Testament reinguckst und du siehst gewisse Sachen, die Gott zulässt und dann siehst du auf einmal im Neuen Testament, dass Gott auf einmal so voll gnädig ist und so, dann heißt es nicht, dass er sich verändert hat, sondern das heißt einfach nur, dass die Menschen sich verändert haben. Was meine ich damit? Wenn du guckst, Gott hatte ja seinen ersten Bund hatte ja mit Israel gemacht, ne? Und Israel war ja sowohl eine Religion als auch eine Nation, ja? Und als Nation brauchen sie ja ein Gesetz, ja, wodurch sie leben können. Und Gott hat halt sein Gesetz gegeben, ja? Und da steht zum Beispiel, wenn du das machst, dann passiert das, wenn du das machst, passiert das, wenn du das machst, passiert das. Und da gab es halt auch Todesstrafen, genauso wie es heute noch in Amerika auch Todesstrafen gibt, wenn du gewisse Dinge tust. So. Und die meisten Gräueltaten, von denen du sprichst, sind wahrscheinlich Kriege, die Israel geführt hat gegen andere Völker. Ne? Und du kannst gerne die ganzen Kriege beobachten. Es waren keine Kriege, wo Gott einfach mal gesagt hat, weißt du was, geht und tötet den oder geht und schlachtet den und den ab. Sondern die ganzen Kriege, die sie geführt haben, das waren immer Verteidigungskriege. Das waren Völker, die zuerst Israel angegriffen haben. Oder das waren Völker, die ihre eigenen Kinder getötet haben. Völker, die irgendwelche falschen Göttern gedient haben. Die haben richtig grausame Sachen gemacht. Und wenn du die Geschichte betrachtest, war es immer so, dass Gott nicht von heute auf morgen sie bestraft hat, sondern er hat hunderte von Jahren gewartet. Ja, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel 1. Mose Kapitel 15 liest, da hat Gott schon mit Abraham gesprochen über die Amalekiter. Ja, und die Amalekiter kamen erst 400 Jahre danach. Und 400 Jahre vorher hat Gott schon zu Abraham gesprochen, dass er nach dem Motto wartet, bis diese Amalekiter entweder umkehren oder bis sie die höchste Stufe von Sünde erreicht haben, weil dann wird er sie bestrafen. Verstehst du? Und Gott hat bewiesen, dass er geduldig ist, indem er 400 Jahre gewartet hat. Und diese Leute sind trotzdem nicht umgekehrt. Das heißt, von Generation zu Generation wohnen diese Völker immer schlimmer oder die haben genau das Gleiche gemacht, was ihre Eltern gemacht haben. Nun, ich frage dich, wenn du zum Beispiel ein Mensch wie Hitler, ja, er war ja sehr, sehr böse, okay? Und dann siehst du, Gott lässt ihn leben und dann gebärt Hitler einen Sohn. Und sein Sohn macht genau das Gleiche wie das, was Hitler gemacht hat, TikTok sportlich. Also nicht, dass ich jetzt gesperrt werde, aber es ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, oder zum Beispiel Bin Laden zum Beispiel, er hat einen Sohn, sein Sohn macht genau das Gleiche. Und Gott lässt das die ganze Zeit zu.
Ja, irgendwann werden Menschen anfangen, Gott anzuklagen. Warum? Weil Gott zulässt, dass diese Menschen weiterleben. Verstehst du? Und genau deswegen hat Gott trotzdem Gnade erwiesen, indem er 400 Jahre gewartet hat. Und weil sie dann nicht umgekehrt sind, erst dann hat er angefangen, genau diese Leute auszurotten. Komplett. Damit so etwas nicht mehr passiert. Das heißt, diese Gräueltaten, die du so bezeichnest, das war nicht einfach aus Spaß, so wie im Islam, wo es heißt, geh und töte die Ungläubigen oder so. Nee. Sondern es waren immer Völker, die entweder das Volk Gottes angegriffen haben oder Völker, die wirklich grausame Taten gemacht haben, so Kannibalismus oder ihre eigenen Kindern verbrannt haben für irgendwelchen falschen Götter. Also ich denke, wenn du die Macht hättest, solche Menschen zu richten, hättest du das auch gemacht. Weißt du, was ich meine? Das ist genau das, was Gott gemacht hat. Und Gott hätte schon im Garten von Eden das Recht, die Menschheit zu beenden. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat immer wieder Gnade erwiesen. Er hat immer wieder Adam und Eva weiterleben lassen. Er hat sogar Noah weiterleben lassen, obwohl er eigentlich die ganze Welt hätte ausrotten können. Daran siehst du eigentlich, dass Gott immer wieder gnädig ist, selbst wenn er das Recht hat, die gesamte Welt zu richten. Zumal der größte Richter ist. Und auch eine Verurteilung ist ja auch, ist was Hartes halt, ne? Und Gott richtet ja über die Menschen. Und eine andere Frage, die Erbsünde, entschuldige, ja genau, die Erbsünde, die ist doch entstanden, nachdem Adam sozusagen, nee, nachdem Eva den Apfel gebissen hat. Aber eigentlich gibt es ja eigentlich keine Kindestaufe. Das bedeutet, dass jeder Mensch doch bis zu seiner Taufe doch mit der Erbsünde geboren wird, oder nicht? Und die Erbsünde mit sich trägt. Wieso ist dann diese Kindestaufe dann nicht akzeptiert eigentlich im Christentum, oder biblisch gesehen? Das ist eine gute Frage. Also das ist eigentlich ein Thema, wo ich nicht gerne reingehen will, weil es dann immer dieses orthodox gegen Katholiken oder orthodox-Katholiken gegen Protestanten in diese Richtung geht. Und ich möchte mich wirklich jetzt erstmal dieses Jahr aus diesem Thema halten. Ja, nächstes Jahr, wenn ich genug Zeit habe, werde ich gerne auch mal darüber reden und so weiter und so fort. Aber ich kann gerne mal eine Antwort darüber geben. Also bezüglich der Kindestaufe, also ich persönlich, ja, ich sehe in der Bibel, Luan, chill mal bitte kurz, ich rede erstmal mit Ihnen und danach kann ich dich rannehmen. Dankeschön. Also in der Bibel sehe ich persönlich leider keine Belege für Kindestaufe. Also jedes Mal, wenn Menschen getauft wurden, dann waren das Menschen, die wirklich geglaubt haben. Ja. Und klar, man sieht in der Bibel Beispiele, wo Kinder zu Gott gebracht werden, zu Jesus gebracht werden, wo er sie auch segnet und so weiter und so fort. Aber man kann das nicht als Norm oder als Pflicht oder was auch immer ansehen, weil es kein offizielles Gebot war für Kinder, dass sich Kinder taufen, sondern jedes Mal, wenn es hieß, geht euch taufen, da hieß es immer wieder, kehrt um, ne, glaubt und lasst euch taufen. Das heißt, die Taufe hat biblisch gesehen, von was ich gesehen habe, immer was mit Glaube zu tun und was mit Umkehr zu tun. Und das sind Sachen, die Kinder nicht können. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Aber die Erbsünde ist doch auch biblisch, oder nicht? Also die gibt's ja, die Erbsünde, oder? Ja, die Erbsünde ist biblisch, das stimmt, ja. Jetzt bist du auf, man hört dich nicht mehr. Du bist raus aus dem App, genau. Nee, weil ich frage mich, weil das, was womit die Orthodoxen natürlich argumentieren, ich bin ja auch christlich-orthodox, aber ich sprich da neutral, ich bin da sehr offen in beiden Richtungen. Ich frage mich nur, wenn man dann als Kind, Gott bewahre, verstirbt, wenn ein Kind verstirbt und nicht getauft ist, stirbt er sozusagen mit der Sünde und ist offiziell ja nicht dann im Himmel, also landet nicht im Himmel, ne? Das ist ja. Nee, das stimmt nicht. Nein. Nee. Weil du wirst gerichtet anhand von die Informationen, die du hast. Also wenn du nicht in der Lage bist, erstens umzukehren, wenn du nicht in der Lage bist, Dinge zu verstehen, ne, dann wozu soll dich Gott für etwas richten, wozu du nicht fähig bist zu begreifen, oder weißt du? Also ich denke, Gott hat genug Moral, er hat mehr Moral als wir, er ist ja die Quelle von Moral und so weiter und so fort. Und die Bibel sagt, dass der Richter der ganzen Welt, er wird gerecht richten. Ja, Gott liebt Kinder und ich denke nicht, dass er Kinder richten wird, die nicht in der Lage sind, Jesus anzunehmen. Weißt du? Ja, ich das auch. Das ist sehr konservative Denkweise der Orthodoxen in der Hinsicht. Und letzte Frage, dann will ich deine Zeit nicht weiter stehlen. Als Jesus am Kreuz war, hat er gesagt, Vater, Vater, vergib ihnen die Sünden, die wissen nicht, was sie tun. In dem Moment spricht er ja vom Vater. Jesus Christus war ja voller Mensch und voller Gott. Also somit auch allwissend, aber gleichzeitig unwissend als Mensch. Und wie kann man sich das eigentlich
also herleiten, diese Aussage, weil in dem Moment ist er, spricht er zum Vater, indem er kurz vorm als Mensch am Sterben ist. Wie kann man sich das eigentlich, also mit eigenen Worten darstellen? Also es ergibt mich als Christ, also für mich als Christ ist es schon schwierig zu begreifen. Und ich glaube auch für Muslime sowieso, wenn sie, weil die sowieso das sehr rational sehen und weniger mit geistlicher Sicht, ne? Also wenn Jesus zum Beispiel gesagt hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, ne? Dann hat er ja als Person Jesus Christus gesprochen. Das war ja der Sohn, der zu dem Vater gesprochen hat, ne? Aber ich wäre vorsichtig mit der Aussage, dass Jesus als Mensch nichts wusste. Also ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus selbst als Mensch alles wusste. Er wusste alles. Er hat ja sogar als Mensch gesagt, guck mal, der Vater zeigt mir alles, was er tut. Ja, und also er hat, sogar die Jünger haben ja mehrmals gesagt, du weißt alles. Und wenn es eine Sache gibt, was Jesus gut kann, ja, wenn du in der Gegenwart von Jesus etwas Falsches gesagt hast, das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er dich direkt korrigiert hat. Ne, jedes Mal, wenn die Jünger oder wenn die Pharisäer etwas Falsches gesagt haben, hat er immer wieder gesagt, du liegst falsch, das ist falsch und so weiter und so fort. Aber jedes Mal, wenn die Apostel gesagt haben, wir wissen, dass du alles weißt, hat er sie nie korrigiert, nie. Verstehst du? Und somit hat er bestätigt, dass er alles weiß. Genauso wie wenn Leute ihn angebetet haben, hat er sie nie davon abgehalten. Weißt du? Also Jesus hat immer wieder angedeutet, dass er in der Tat alles weiß. So, und deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein mit dieser Aussage. Dass er immer zu seinem Vater gesprochen hat, er hat sozusagen als Mensch, Sohn Gottes zu seinem Vater gesprochen, aber nicht als Gott, ne? Weil dann würde er zu sich selbst sprechen dann in dem Moment. Nee, also deswegen musst du ja wissen, dass Gott ist ja, du glaubst ja doch, dass Gott dreieinig ist, oder? Also dass es Vater, Sohn und Heiliger Geist gibt, oder? Also ich höre dich nicht, aber auf jeden Fall... Ja, also ich glaube fest daran, ja. Genau, das heißt, es war der Sohn Gottes, der zu dem Vater gesprochen hat. Das waren zwei verschiedene Personen, weißt du? Deswegen war das kein Selbstgespräch, sondern das war der Sohn, der zum Vater kommuniziert hat. Alles klar. Und wünsche ja, noch... Danke, dass du da warst. Gott segne dich. Gottes Segen, Bruder. Ich auch. Danke, ciao. So, es sind noch vier Gäste. Ich nehme euch jetzt alle ran, ja. Und danach keine mehr, bitte. Keine Anfragen mehr schicken, weil ich muss gleich rausgehen. So, Luan, du wolltest unbedingt hoch. Ich nehme dich schnell an. Hallo? Hallo. Was geht? Hallo, alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch, Bruder, danke. Und zwar, ich wollte nicht lange deine Zeit verschwenden. Ich wollte nur so ein bisschen aus deiner Perspektive fragen, weißt du? Mhm. Und zwar, du bist ja, bist du katholisch, evangelisch, was bist du? Evangelisch. Ah, evangelisch. Glaubst du an die, egal, das ist eine andere Frage. Also, ich hatte eine Frage, ne? Du glaubst doch auch, dass Moses zum Beispiel ein Prophet war, oder? Ja. Adam auch. Das waren ja alles Propheten, es gab ja verdammt viele, ne? Ja. Also, warum, also aus deiner Sicht, warum sollte Jesus kein Prophet sein? Auf einmal, weißt du so? Nee, also Jesus war auch ein Prophet, das hat ja keiner verleugnet. Er war ein Prophet. Aber, nein, warum sollte er auf einmal Gott sein und kein Prophet? Na, nur weil er ein Prophet ist, heißt es nicht, dass er keine andere Funktion hat. Ich meine, es gab Propheten, die waren Könige. Zum Beispiel David war ein Prophet, aber er war auch ein König. Salomo war ein Prophet, aber er war auch ein König. Jesus ist sogar laut Koran sowohl Prophet als auch der Messias. Deswegen, nur weil jemand Prophet ist, heißt das nicht, dass er auch keine anderen Funktionen hat. Jesus ist sowohl Prophet, das stimmt, aber er ist auch der Messias. Ja, er ist auch der König, er ist auch der hohe Priester und er ist auch Gott. Also er hat viele Funktionen. Okay. Ich bin nicht so gut in diesem Thema, aber ich habe auf jeden Fall Religionsunterricht, weißt du auch. Guck mal, du bist doch evangelisch, oder? Mich interessiert eine Sache nur. Ob du so von sowas Ahnung hast. So, kennst du die evangelische Vorstellung von Hölle? Boah, Bruder, das ist ein Thema. Ich glaube, komm lieber morgen, weil ich muss gleich draufgehen, ja. Ja, okay, Bruder, ich will gar nicht deine Zeit verschwinden, ja? Alles gut. Korrekt, ja, hast du das, ne? Ja, egal. Danke, ne? Gerne, nicht zu danken. Ja, schönen Abend, Bruder. Ja, tschüss. So, jetzt die nächsten drei und dann gehe ich raus. Hallo? Hallo, Peacemaker 3. Aber hallo, Peacemaker 3. Servus. Schäme mich doppelt gut. Ja, komm, schick nochmal eine Anfrage, weil ich habe mich doppelt gehört, deswegen. So. Hallo?
Hallo? Jo, was geht? Was geht? Ich wollte dir sagen, gute Nacht. Ich liebe dich. Ich dich auch, Bruder, mein Bester. Ja, Gott segne dich, mein Bester. Danke. Leid. So, bester Mann. So. Hallo? 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 Oh Mann, 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 Mann. Hallo? Ja, guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und zwar wollte ich mal sagen, also für mich ist Gott und der Heilige Geist und Jesus, die Dreifaltigkeit, eins. Schon im Alten Testament hat es geheißen, ich bin der Anfang und das Ende. Und Jesus hat später in der Offenbarung nochmal gesagt, ich bin das Alpha und das Omega. Und damit zeigt er einfach, dass Jesus Gott ist. Dankeschön, das stimmt. Kann ich dir nur zustimmen. Simple Erklärung. Danke, ja. Danke, schönen Abend noch. Gleichfalls, danke, Gottes Segen. Ebenso. So, letzter Gast und dann gehe ich raus. Ich bin richtig kaputt, ja. Hallo? Hallo, Mensa. Hi. Hallo, wie geht's dir? Bestens, und dir? Alles gut. Ja, auch. Wollen wir noch eine kurze Zwischenfrage auch noch stellen? Wieso hast du mich die letzten Male gar nicht angenommen? Weil du meintest irgendwie, du nimmst mich gar nicht mehr an. Da wollte ich fragen, aus welchem Grund? Ich kann mich gar nicht an dich erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, was war. Keine Ahnung. Aber jetzt habe ich dich ja angenommen. Erzähl mal. Ach so, okay. Nein, weil du bist ja Evangele und bist auch freikirchlich. Soweit ich es weiß. Ja, ich bin evangelisch. Ja, das stimmt. Mhm. Bist du auch freikirchlich? Ja, bin ich. Du glaubst ja daran, dass Jesus Gott ist, ne? Ja, und was hat das damit zu tun? Nein, ich frage allgemein nur so, weil ich kenne viele christliche Leute, die immer unterschiedliche Sachen sagen. Da wollte ich mal wissen, in welcher Richtung du bist. Und okay. Du glaubst ja daran, dass Jesus Gott ist und hast ja auch gerade gesagt, er ist ja auch ein Prophet sozusagen. Und mit dem Koran wird ja auch gesagt, dass er auch ein Prophet ist, sogleich auch ein Messias, ne? Mhm. In welchem Vers im Koran steht denn, dass er ein Messias ist? Im Sure 4, 157. Sure 4, 147. Könntest du mir bitte mal vorlesen, eventuell, oder falls du es gerade kannst, was da genau steht in der Sure 4? Okay. Reicht es dir, wenn ich dir einfach aus dem Kopf sage, oder so willst du das sehen? Kannst du mir auch aus dem Kopf sagen, weil ich sehe öfters deine Lives, dann will ich mal wieder reinkommen und können wir mal darüber wieder reden, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass da steht, dass er der Messias ist. Okay, dann blende ich dieses am besten ein, weil sonst, wenn ich es sage, wirst du mir eh nicht glauben. Oh, ja, Mann. Ich nicht glauben, ne? Ja. Aber alles gut. So. Hier, Sure 4. Sure 4. Islam.de, das ist nicht meine Erfindung. Und Sure 1. Hier. Und dass sie ungläubig waren und gegen Mariam, also die Mutter von Jesus, gewaltige Verleumdungen aussprachen. Und dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben einen Messias, Isa, den Sohn Mariams, den Gesandten Allahs, getötet. Wer ist das hier? Wer ist das? Al-Messias Isa, das ist Jesus. Isa ist auch das Arabische für Jesus. Okay, danke schön. Das heißt, glaubst du jetzt, dass der Koran sagt, dass Jesus der Messias ist? Nein, ich habe es ja nie verleugnet, ne? Weil ich hatte nicht gelesen, dass da irgendwas, also ich habe es nie mitbekommen, dass er ein Messias ist, deswegen bin ich ein bisschen verwundert. Aber okay, ja, kann stimmen, weil er wird ja am Ende der Welt kommen und den den Dajjal, den Ungläubigen, töten, der sich als Gott ausgibt. Und ihr glaubt daran, dass bei euch, dass Jesus euch ja auch retten wird, Ende der Welt, dass er ja nicht gestorben ist, sondern dass er am Ende, ich glaube, gegen den Antichristen kämpfen wird, oder? Genau, also erstens, wir glauben, dass er gestorben ist und wir glauben, dass er am dritten Tag auferstanden ist und dass er später kommen wird, um die Welt zu rüsten, weil er Gott ist. Genau, aber jetzt kommt die große Sache. Glaubst du daran, dass der Koran, nein, dass die Bibel verfälscht worden ist in der Zeit, bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Nee, glaube ich nicht. Also die Bibel ist die gleiche Bibel, die schon vor 2000 Jahren und weiter gelesen wurde.
Also okay, also vor 2000 Jahren, wo das Datum allgemein begonnen hat, ne? Ja, genau. Also in der Zeit von Jesus Christus haben sie die gleiche genau. Bibel gelesen. Du weißt doch, von wem die Bibel geschrieben wurde, also geschaffen worden ist, ne? Also wer es auch geschrieben hat. Ja, von den Propheten und von den Aposteln von Jesus Christus. Also die Jünger von ihm, ne? Richtig. So, jetzt, von wem wurde es überbracht, die Zeilen aus den Versen? Von einem Engel, oder? Der Engel hat von Gott die Nachrichten bekommen und hat es dann überbracht, ne? Von welcher Engel sprichst du? Ich weiß jetzt nicht mal, welcher Engel das war, aber anscheinend hat ein Engel die Bibel sozusagen auch herabgesandt und hat den Menschen das erzählt. Oder war nee, das Jesus? Das stimmt nicht. Ich glaube, du verwechselst mit dem Koran. Nee, das mit dem Koran war auch so, aber wie wurde die Bibel denn geschaffen? Also von woher kamen die ganzen Verse, Zeilen und all die anderen Sachen? Also wie ist die Bibel denn entstanden? Der Heilige Geist hat durch die Propheten gesprochen und auch durch die Aposteln gesprochen und die haben das aufgeschrieben, was der Heilige Geist ihnen eingegeben hat. Okay, so, du sagst ja, dass die Bibel nicht verfälscht worden ist. Ich kann dir komplett das Gegenteil beweisen. Okay, mach mal. Weil man sieht, es gibt ja, du weißt ja, dass zurzeit in den letzten 50 Jahren, 40 Jahren oft alte Bibelbücher gefunden worden sind, ne? Die Heiligen Schriften der Bibel. Und ein Mann, ich weiß nicht, ob es England oder Amerika war, er ist Christ. Er hat 5 verschiedene alte Bibelbücher gehabt und kannst auch später auf YouTube schauen, dass die ganzen Bibeln nicht gleich sind wie die anderen, weil es gibt einen aus dem Jahr 1500, 1600, 1700, das geht bis zu 1900. Und die ganzen Bibel entsprechen nicht der sie war. Und wenn du jetzt mal vergleichst, die Trinität kam ja auch nicht aus der Bibel. Es wurde von Zoonologen und Antilogen erschaffen. Und ihr glaubt ja auch daran, was Menschen erschaffen, was die Menschen herausgebracht haben. Die Trinität, daran glaubt ihr ja auch. Und das passt einfach nicht, weil ihr glaubt daran, was ein Mensch, der nicht von einem Engel oder von Gott gesprochen worden ist. Dicker, ja? Dicker, wie heißt du nochmal? Ich? Hallo? Ja, wie heißt du? Ja, hallo. Du kannst mich der Nachtaktive nennen. Danke, dass du da warst. So, Leute, ich bin müde. Ja, ich habe Hunger, deswegen ich gehe jetzt auf. Und auf jeden Fall an alle, danke, dass ihr da wart. Ja, Gott segne euch alle. Und ja, ich werde heute den Stream posten. Ich werde den morgen posten, wahrscheinlich spätestens. Und dann könnt ihr euch alles in Ruhe angucken. Ja, Gott segne euch alle. Ich hoffe, ihr habt heute sehr, sehr viel mitgenommen. Ja, ich bin nicht fertig mit dem Essen, Bruder. Ja. Ich habe Pause gemacht und deswegen habe ich gerade gar keine Energie, auf solche Sachen jetzt einzugehen. Aber ihr wisst, das ist alles es ist es nicht wert, einfach darauf einzugehen. Ihr wisst selber, dass es nicht die Wahrheit entspricht und so weiter und so fort. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mehr die Energie, um darauf einzugehen. Aber ja, auf jeden Fall, Gott segne euch alle, passt auf euch auf, ja. Und ja, genau. Bleibt stark im Glauben, der Herr segne euch alle. Ja, die Bibel ist wahr, die Bibel ist das Wort Gottes und daran kann keiner was ändern. Lasst euch nicht verwirren, auch nicht von dem Feind, auch nicht von dem Satan und auch nicht von mir. Selbst wenn ich etwas sage, Leute, bitte, wenn ich etwas sage, ja, an alle 270 Leute hier drinnen, wenn ich etwas sage, wenn ihr meine Videos guckt, wenn ihr in meinem Stream seid, alles, was ich sage, bitte, ich will, dass ihr das überprüft. Ja, ich will nicht, dass ihr mir zu 100% vertraut, sondern ich will, dass ihr alles, was ich sage, überprüft anhand der Bibel. Und wenn ich etwas Falsches sage, ja, dann tut es mir leid, dann könnt ihr mich gerne korrigieren. Ja, alles, was ich Falsches sage, ist von mir. Alles, was ich Gutes sage, kommt von dem Herrn und alle Ehre dem Herrn. Und meine Motivation ist nicht irgendwie, dass ich im Mittelpunkt stehe oder so, nee, sondern dass Jesus im Mittelpunkt steht. Mein Ziel ist es, dass ihr euch in Jesus verliebt, dass ihr euch in das Wort Gottes verliebt und dass ihr euch noch mehr mit dem Wort Gottes beschäftigt. Das ist mein Ziel. Deswegen bitte, wenn ihr meine Videos guckt, liest die Bibel und überprüfe jede Quelle, die ich euch gebe. Okay? Macht das bitte zur Ehre Gottes. Ja, Gott segne euch alle und passt auf euch auf. Und ich werde wahrscheinlich morgen wieder live kommen. Nee, nicht morgen. Morgen komme ich nicht. Morgen habe ich keine Zeit, aber so Gott will, komme ich am Mittwoch live. Ja? Gott segne euch alle und bis dann. Ciao, ciao.